IAAPDAPR-Sach. Zugang zu Menschenrechten. Zwei Linien bilden ein. Ein Dach. Alles unter einem Dach. Die Schweizer Flagge in Form der Schweiz. Grüezi, Salü, Hoi. Die deutsche Flagge in der Form von Deutschland. Hallo, grüß Gott, guten Tag. Die österreichische Flagge in der Form von Österreich. Grüß Gott, Servus, Hallo. Die Umrisse der drei Länder befinden sich unter dem Dach. Vereinte Kräfte aus. Wirtschaft, Wissenschaft, Verbände, Interessengruppen und öffentlichen Stellen. Was uns vereint. Digitale Barrierefreiheit. Mobile Apps, Zertifizierung, Software, Web, Dokumente, Testen, Training, Beraten und Umsetzen. IAAP DACH Dach. Hashtag alles unter einem Dach. Digitale Barrierefreiheit auf Deutsch. Weitere Informationen unter www.iaap-each.org. Das Video wurde mit freundlicher Unterstützung der Hochschule der Medien erstellt. Design Laura Eppler. Sprecher Kira Frankenfeld. So, hallo, herzlich willkommen, Servus, Grüezi, alles unter einem Dach, eine Woche, 10 Veranstaltungen, viele Sprecher und natürlich, und damit spreche ich ganz bewusst euch an, mehr als 300 angemeldete Teilnehmer, jetzt zum Schluss sogar für die Woche natürlich, 350 Teilnehmer, das hat uns wahnsinnig überrascht und uns ein bisschen vor technische Probleme auch gestellt. Das habt ihr gemerkt, jetzt kurz vor Schluss gab es nochmal eine neue Einwahl. Ich hoffe, dass trotzdem so viel wie möglich heute sich einwählen konnten und mit teilnehmen und dass trotzdem alles noch geklappt hat. Und ja, ich möchte mich kurz vorstellen, Annemarie Nebe. Ich bin ein Spezialist für Barrierefreiheit, denn darum soll es heute auch gehen. Und bevor ich aber hier großartig mit der Vorstellungsrunde anfange, Markus, du wolltest ein bisschen darüber sprechen, was wir hier unten so auch noch mit auf der Folie stehen haben. Genau. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Hallo zusammen. Wir haben uns entschieden, wenn wir miteinander kommunizieren, und das wollen wir wollen heute ins Gespräch kommen, und wir haben ja super Gäste auch hier mit an Bord. Wir wollen auch mit euch ins Gespräch kommen, und wir haben uns entschieden, wir nehmen das professionelle Du. Also einfach den Vornamen beim Du. Wir kennen das auch schon von anderen Verbänden, also alle, die man von der German UPA her kennt oder so, da ist das gang und gäbe. Und ich glaube, das macht es viel einfacher, da muss man nicht groß unterscheiden. International ist es sowieso das Du, ja, und ich glaube, dass alle damit einverstanden sind. Genau, also vielleicht noch kurz zu mir, also Markus Erle, wir gehören auch zu den Initiatoren von IAAP Dach. Ich finde, das war schon lange überfällig, dass wir wirklich alle unter einem Dach vereinen. Uns geht es wirklich darum, dass wir hier eine große Community nicht irgendwie zusammenstellen, sondern dass wir ein Dach bilden für diese große Community, wo alle zusammenkommen können. Ja, die Community gibt es ja schon oder vielleicht vereinzelt an verschiedenen Orten oder verschiedene Gruppierungen. Und Sinn und Zweck ist es, das wirklich alles unter einem Dach zu verbinden. Werfen wir noch einen Blick auf das, was uns denn erwartet in dieser Woche. Wir haben ja schon gesagt, 10 Online-Seminare an 5 Tagen. Wir haben gute Zeit gefunden, 15 bis 17 Uhr jeweils. Normalerweise sind es immer ein Stunden-Slot. Das kann manchmal ein bisschen anders sein wie heute.
Aber normalerweise versuchen wir uns daran zu halten, sodass ihr auch ganz gezielt nur den ein oder anderen Slot auswählen könnt und dabei sein könnt bei Themen, die euch interessieren. Uns freut es natürlich, wenn ihr bei allen dabei seid. Und wir werfen mal einen kurzen Blick, was euch denn alles erwartet. Heute, also genau, heute haben wir den Themenschwerpunkt Umsetzung der digitalen Barrierefreiheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Jahr 2021. Wir haben ja gesagt, digitale Barrierefreiheit ist mehr als gute Vorsätze und das wollen wir besprechen mit den Monitoring-Verantwortlichen aus den drei Ländern. Wir freuen uns riesig, dass Viktoria Purns, Markus Riesch und Michael Wahl hier mit dabei sind und dass wir da ins Gespräch kommen dürfen. Und wir haben uns heute den Großteil dafür reserviert, 1,5 Stunden, also von 15 bis 16.25 Uhr. Es wird dann, du kannst kurz weitermachen, Annemarie, dann kommen nämlich die Uhrzeiten auch mit dazu, genau. Und dann wird es kurz eine, also 5 Minuten Pause geben, man kann sich nochmal einen Kaffee greifen, ja, oder eine andere kleine Sache erledigen. Und dann wollen wir noch mit euch reden über eure Wünsche, eure Bedürfnisse, eure Ideen, die ihr habt für diesen neuen Berufsverband, für IAAP DACH. Und da wollen wir ein kleines Brainstorming durchführen mit euch allen zusammen. Und wir hoffen, dass da viel zusammenkommt, dass wir dann auch auswerten können und dann auch umsetzen können für dieses Jahr. Also heute der Schwerpunkt Umsetzung der digitalen Barrierefreiheit in allen drei Ländern im Jahr 2021. Wir schauen, was morgen ansteht. Dort haben wir den Schwerpunkt die Zertifizierung der IAAP auf Deutsch. Auch was ganz Neues. Seit kurzem gibt es die deutschen, zumindest zu 2 Zertifikaten, gibt es die deutschen Lehrmaterialien oder Lernmaterialien auf unserer Webseite zum Herunterladen. Könnt ihr euch schon mal anschauen. Und es werden 2 Zertifikate vorgestellt. Der CPAC, also das Zertifikat Kernkompetenzen in Barrierefreiheit, und Gottfried Zimmermann vom Kompetenzzentrum Digitale Barrierefreiheit von der Hochschule der Medien in Stuttgart wird sowohl dieses Zertifikat vorstellen, als auch dann im zweiten Block ab 16 Uhr dann das Zertifikat WAS, also die Spezialkompetenzen in Webbarrierefreiheit, Web Accessibility Specialist. Und ich glaube, dass es ganz spannend ist. Und was auch total spannend ist und wo ich mich auch schon richtig drauf freue, ist, wir werden einige zertifizierte Experten aus dem deutschsprachigen Raum hier dabei haben. Die werden erzählen, ist es zu schaffen, so ein Zertifikat zu machen? Was sind die Schwierigkeiten? Lohnt es sich? Was hat sich dadurch geändert? Und so weiter. Also es lohnt sich auch am Dienstag mit dabei zu sein. Für Mittwoch haben wir den Schwerpunkt das neue Berufsbild Digital Accessibility Professional, und Gottfried Zimmermann und Stefan Farnetani werden dort durch diesen Tag, durch diese 2 Stunden führen, und wir werden einsteigen mit einer sehr persönlichen Sicht von Stefan Farnetani von Mindscreen, von der Agentur Mindscreen. Digitale Barrierefreiheit aus Sicht eines Testers. Wie hat sich denn sein berufliches Leben verändert? Ja, vom Anfang rein, vom Tester her hinzu. Er wird es euch verraten am Mittwoch, wenn ihr dabei seid, 15 Uhr, der erste Slot mit Stefan Farnetani, digitale Barrierefreiheit aus Sicht eines Testers. Dann werden wir eine spannende Podiumsdiskussion haben zum Berufsbild des Digital Accessibility Professionals. Also dieses Berufsbild, so genau umschrieben gibt es das ja noch gar nicht, sondern letztendlich füllt ihr das. Ihr alle füllt es. Ihr alle seid Digital Accessibility Professionals, ihr seid Experten, und einige von euch konnten wir gewinnen, mit dabei zu sein bei der Diskussion. Was gehört denn da alles dazu? Was für Ausformungen gibt es? In welchen Richtungen? In welchem Kontext? Wie arbeitet man dort? In einem Unternehmen, in einer Behörde, in einer Agentur? Und da freue ich mich schon drauf. Mit dabei werden sein Ulrike Peter, Domingos de Oliveira, Marc Diemer, Andreas Übelbacher, Maria Putzhuber und Silvia Egger. Und wir haben eine bunte Mischung zusammenbekommen. Ja? Freut euch drauf, wird eine spannende Diskussion am Mittwoch. Und Donnerstag wollen wir ein bisschen in die Zukunft schauen. Ein absolutes Modethema, nicht nur im Kontext von digitaler Barrierefreiheit, ist natürlich
KI, künstliche Intelligenz. Und da haben wir einen Experten ja direkt unter uns, Klaus Höckner. Er war lange Jahre in der High-Level Expert Group der EU tätig zum Thema KI. Und er wird berichten über KI und Menschen mit Behinderungen, zwei Seiten der Medaille, Vor- und Nachteile. Und da werden wir einen Blick drauf werfen. Und es soll auch in dieser Session noch eine Diskussion dazu geben über Chancen und Risiken. Wie seht ihr das? Also dort auch wieder rege Beteiligungsmöglichkeit in diesem ersten Slot am Donnerstag. Und im zweiten Slot am Donnerstag geht es um euch alle, um die Community, um nützliche Werkzeuge, die euch vielleicht weiterhelfen und wichtige Events im Jahr 2021, die ihr nicht verpassen solltet. Also dort wird es ein bisschen darum gehen, so Netzwerken, gucken, was gibt es alles. Spannende Sache, wir werden die Konferenzen vorstellen. Es werden von verschiedenen Konferenzen auch Leute da sein, die das selber vorstellen. Eventkalender zum Thema digitale Barrierefreiheit, es lohnt sich. Und dann den Abschluss bildet am Freitag der Themenschwerpunkt PDF-Barrierefreiheit. Oft hört man PDF-Barrierefreiheit. Nein, ich muss anders anfangen. Oft hört man als Antwort auf die Frage, was ist denn eure größte Herausforderung? Dann kommt die Antwort PDF-Barrierefreiheit. Und deswegen haben wir einen Themenschwerpunkt zu diesem Thema ausgewählt. Ich selbst werde euch vorstellen, also einen 5-Schritte-Plan zum entspannten Sicherstellen der Barrierefreiheit aller PDFs. Also ganz konkret aus verschiedenen Punkten werde ich einfach zusammenfassen, was sich dort herauskristallisiert hat, was wie so ein vielleicht ein Königsweg der 5-Schritte-Plan ist und was man sich davon vielleicht abgucken kann. Und im zweiten Slot ab 16 Uhr am Freitag gibt es dann richtig eine Hands-on-Session, ein Tutorial von Annemarie Nebe, wie man aus Adobe InDesign effizient barrierefreie PDF-Dokumente umsetzen kann. Also vergesst auch nicht, euren eigenen Rechner mit InDesign dabei zu haben. Beim Zugucken, ihr könnt bestimmt auch das eine oder andere nachmachen, bevor dann um 17 Uhr dann diese Woche, diese allererste Online-Seminarwoche hier vom IAP-Dach zu Ende geht. Genau, das war so ein Rundumblick. Wir freuen uns darauf, pickt die Sachen raus. Die Einwahldaten bleiben immer dieselben. Die habt ihr jetzt bekommen. Also wenn ihr heute drin seid und es geschafft habt, hier reinzukommen, dann ist es schon die halbe Miete. Dann werdet ihr auch die nächsten Tage den Zugriff hier drauf haben. Und ihr müsst euch nicht umstellen, einfach einloggen, immer zu den vollen Markus, Stunden. Markus, hier muss ich ganz kurz eingreifen, weil wir ja heute eine neue Einwahl generieren mussten. Die gilt tatsächlich nur für heute, aber wir haben natürlich jeden Morgen eine Neuerung sozusagen, also jeden Morgen kommt die neue Einwahl auch ins Postfach. Wir hatten so geplant, eine Einwahl für alle. Das hat dazu geführt, dass hier ein Passwort vergeben wurde von der Plattform und das nicht so ganz geklappt hat. Deshalb haben wir jetzt ganz kurzfristig umschiften müssen und werden jetzt doch für jeden Tag eine neue Einwahl generieren müssen. Das tut uns leid, aber wir haben es toll gedacht, aber es hat leider nicht so funktioniert, wie wir dachten. Gut, ich hoffe, an dieser Stelle sollte jetzt nämlich der Hinweis kommen, dass wir die Vorträge aufzeichnen. Ich hoffe, dass das klappt, wenn mir die Regie mal kurz im Chat das irgendwie sagen kann oder bestätigen kann. Wäre das super. Wir haben ja die Fragen bekommen. Wird es auch die Aufzeichnung geben? Ich kann nicht alle Seminare mit direkt persönlich mitnehmen. Ja, machen wir. Ich hoffe, dass das klappt. Und dann stellen wir die natürlich zur Verfügung auf unserem YouTube-Kanal, also einfach auf unserer Webseite. Dort werdet ihr das dann finden, die Links dazu. Wir werden auch die Folien zur Verfügung stellen. Idealerweise werden wir die immer schon zum Tag selber zur Verfügung stellen, wenn alle Referenten mitspielen. Für morgen weiß ich, klappt es zu den Zertifikaten. Das heißt, das wird dann schon auf der Webseite sein. Wir werden die Links dann auch im Chat posten. Also Material wird es geben, natürlich, wenn möglich, immer in barrierefreier Form. Wir haben uns da echt angestrengt, aber wir sind noch nicht überall richtig gut. Ich glaube, da wird Annemarie dazu noch was dazu sagen. Genau, wir haben noch eine ganz große Baustelle, die uns jetzt lange, lange Zeit auch schon begleitet hat und die wir im Moment noch nicht vollständig lösen konnten.
Hängt mit der Benutzergruppe, die jetzt hier vielleicht auch im Call drin ist, der hörgeschädigten Nutzer zusammen. Denn wir hätten gerne eine Gebärdensprachunterstützung gehabt, aber mit dem Hintergrund, dass ja jedes Land bzw. in jedem Land auch eine eigene Gebärdensprache existiert, hätten wir also drei Gebärdensprachler gebraucht für diese Woche. Und wir sind ein recht kleines noch sozusagen ein kleiner Verein oder Vereinigung oder Fachgruppe. Und im Moment hieße das, wir müssten eine sehr große Last auf uns nehmen, sozusagen hier das tatsächlich für alle Tage zur Verfügung zu stellen. Aber wir haben verschiedenste Möglichkeiten versucht, hier eine Untertitelung zu bekommen. Und wir haben jetzt mit der Unterstützung von einem auch noch sehr jungen Startup sozusagen, Delfin-Interpret oder Delfin-Interpret, eine Schriftdolmetschung im Test heute. Das heißt, wir werden versuchen, soweit es irgend möglich ist, mit Untertitelung zu arbeiten. Hier Gebärdensprachdolmetschung, wie gesagt, können wir uns im Moment, jetzt muss ich es mal ganz krass so sagen, noch nicht leisten. Ne? Aber wir hoffen, dass wir, soweit es irgend geht, mit Schriftdolmetschung arbeiten können. Teilweise zum Beispiel in meinem Slot am Freitag, da werde ich Untertitelung direkt über den Service hier zur Verfügung stellen können, also direkt übers WebEx. Leider ist das nicht bei allen möglich, die hier im Call drin sind und eben auch moderieren oder einen Vortrag sozusagen begleiten oder Fragen beantworten. Wir bitten, das wirklich zu entschuldigen. Uns ist bewusst und wir wollen niemanden zurücklassen. Uns ist bewusst, dass wir hier damit einigen Nutzern den Zugang hier zu unseren Inhalten im Moment nicht optimal bieten können. Wir hoffen, dass wir das in Zukunft besser organisiert bekommen, vielleicht auch mit eurer Unterstützung. Und das Beste, was wir dazu tun können, ist, IAAP-Dach wachsen zu lassen. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie der heutige Tag, also jetzt haben wir genügend über das Drumherum gesprochen, über die ganze Woche, und jetzt wollen wir schauen, was wir am heutigen Tag alles vorhaben. Und Markus, du möchtest heute so ein Stückchen weit in die Veranstaltung einführen. Genau. Wir haben, also, und das ist eine Premiere, haben wir vorher festgestellt, wir haben die drei Monitoring-Verantwortlichen aus Österreich, Viktoria Purns, aus der Schweiz, der Markus Riesch, und aus Deutschland, Michael Wahl, zusammenbekommen. Das ist wirklich eine Premiere, dass die drei zusammen unter einem Dach, heute jetzt unter dem virtuellen Dach, hätten wir natürlich sonst auch gerne in Person gemacht, hört man ja jetzt immer bei jeder virtuellen Veranstaltung, und ich hoffe, dass das dann auch irgendwann wieder möglich sein wird. Und wir haben die drei Monitoring-Verantwortlichen hier zusammengebracht, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und weil auch direkt unter diesem Motto, alles unter einem Dach, wir wollen eng zusammenarbeiten, weil von uns allen ist es eine Leidenschaft, wirklich digitale Barrierefreiheit voranzubringen. Und ich würde sagen, wir machen eine erste Vorstellungsrunde. Da führst du durch, Annemarie. Genau, damit wir auch wissen, mit wem wir hier gleich reden wollen, wer auf Fragen reagiert, wollen wir das Podium kurz vorstellen. Und Ladies First, Viktoria, möchtest du ein wenig erzählen, wer du bist und was du machst? Ja, gerne. Könnt ihr mich alle gut hören? Mhm. Ja. Ja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Viktoria Purns. Ich bin Mitarbeiterin der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft. Das ist eine Agentur des österreichischen Bundes, also zu 100% im Eigentum des Bundes. Und hier bei uns an der FFG ist die Monitoringstelle des Bundes und die Beschwerdestelle des Bundes angesiedelt. Wir sind ein kleines, aber feines Team. Wir sind zwei Mitarbeiterinnen, die Mira Nausner und ich, und wir befassen uns seit Juli 2019 gemeinsam an der FFG mit der Monitoringstelle und der Beschwerdestelle. Ja,
Ich finde das eine großartige Veranstaltung, freue mich wirklich sehr, dabei sein zu dürfen und natürlich auch, dass die Kollegen aus Deutschland und der Schweiz dabei sind. Mit dem Michael Wahl aus Deutschland haben wir letztens auch festgestellt, dass so ein Austausch ganz besonders wertvoll und wichtig ist. Und da bin ich sehr gespannt auf die heutigen Diskussionen und eure Fragen natürlich. Die ersten Fragen trudeln auch schon ein. Dankeschön, Viktoria. Aber bevor wir gleich in die Fragenwut eintauchen, Markus, kannst du uns ein paar Worte erzählen? Markus Riesch von der Fachstelle. Ja, vielen Dank. Hallo auch von meiner Seite. Herzliche Grüße aus der Schweiz. Mein Name ist Markus Riesch. Ich arbeite beim Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Ich bin schon sehr lange im Bereich Web-Accessibility tätig, war vorher lange bei der Stiftung Zugang für alle tätig und habe auch mich sehr lange als Accessibility-Tester und Professional in diesem Feld bewegt. Und die Monitoringstelle in der Schweiz, wir sind noch nicht so weit, das gerade mal schon vorweg. Also, aber das Ganze, wir sind hier am Aufbauen und wir schauen jetzt, wo das angesiedelt wird und wie wir das umsetzen können. Und ja, ich bin jetzt gespannt auf diesen Austausch und freue mich drauf. Mhm. Danke, Markus. Danke. Ja, Michael Wahl fehlt noch aus Deutschland und Michael, du hast das Wort. Danke, Anna-Maria. Also Michael Wahl ist mein Name. Ich bin mit zwei Kollegen zusammen, und zwei Assistenten, die man auch nicht vergessen darf, das Team der BFIT Bund, also das ist die Abkürzung, lange heißende Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik. Und da das viel zu schwierig ist, haben wir uns diese Abkürzung ausgedacht, ist auch gleichzeitig unser Domain. Und ja, wir haben die gleichen Aufgaben wie die Kollegen jetzt in der Schweiz und in Österreich. Sind auch froh, dass wir schon im Austausch waren. Und wir sind nicht die Durchsetzungsstelle, sondern nur die pure Überwachung oder Monitoring. Und ja, wir freuen uns einfach auch, dass wir heute in Austausch gehen und auf viele spannende Fragen. Ja, vielen Dank. Jetzt wisst ihr also, mit wem ihr es zu tun habt. Und wir wollen so ein bisschen die Fragerunden clustern. Wir haben uns drei Themen hier überlegt, in denen die Fragen vielleicht passen. Ihr seid aber nicht gezwungen, innerhalb dieser Themen zu agieren, sondern könnt gerne auch weitere Fragen stellen. Der erste Frageblock, der soll uns so die aktuelle Situation und Herausforderungen im Jahr 2021 mal vor Augen führen, und alle Fragen, die sozusagen hier in diesem Themenfeld sind, könnt ihr jetzt stellen. Wir haben aber auch im Vorfeld ja schon die Möglichkeit gegeben, Fragen zu richten an uns, und diese haben wir gesammelt und auch in diese Themenblöcke hier mit eingebracht. Nichtsdestotrotz, Markus, jetzt für den ersten Frageblock bist du der Moderator. Und ganz kurz noch ein paar organisatorische Hinweise. Also ihr könnt die Fragen in den Chat schreiben. Wenn es eine gezielte Frage an einen der Panel-Teilnehmer ist, dann bitte direkt auch mit dem Namen anfangen im Chat, dann können wir das leichter zuordnen. Und bitte keine Hand heben, das sehen wir auch nicht. Also das können wir nicht managen, sondern wir haben immer, also einer der Moderatoren wird immer einen Blick in den Chat werfen und dann die Fragen einbringen. Wir haben einige Fragen schon im Vorfeld bekommen, mit denen werden wir starten. Und das Dritte ist, also nicht direkt hineinsprechen, sondern einfach immer die Fragen jetzt im Chat irgendwie stellen. Wir werden es dann, wenn möglich und wenn es gut passt, aufgreifen. Und der erste Frageblock, die Herausforderung jetzt in diesem Jahr. Ich weiß, Markus, du sagst immer, digitale Barrierefreiheit muss selbstverständlich werden. Wie weit sind wir denn damit? Wie sieht es denn in diesem Jahr aus?
So, ich denke, wir sind in diesem Jahr noch nicht so weit, dass eben Barrierefreiheit eine Selbstverständlichkeit ist. Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen verschieben oder eben dafür arbeiten, dass es zur Selbstverständlichkeit wird. Auf der anderen Seite sieht man schon, dass es gibt gute Ansätze, dass Barrierefreiheit eben zu einer gewissen Selbstverständlichkeit wird. Aber ich glaube, die große Herausforderung ist eine inklusive Informationsgesellschaft, und da sind eben alle Stakeholder gefragt, die Barrieren abzubauen. Und nur so ist es möglich, den Zugang für alle zu erreichen. Und wir sprechen jetzt hier wahrscheinlich viel auch von Zugänglichkeit von öffentlichen Stellen, aber barrierefreie Informationsgesellschaft, das ist natürlich viel mehr. Ich denke, die privaten Anbieter, private Unternehmen, Organisationen und so weiter sind hier natürlich gerade so gefragt wie Behörden, denn das berufliche, gesellschaftliche Leben und so weiter, das spielt sich natürlich eben nicht nur in Interaktion mit Behörden zusammen. Deshalb denke ich, ist das die große Herausforderung, aber ich glaube, die Behörden spielen hier eine wichtige Rolle, ein Vorbild, dass eben alle öffentlichen Stellen barrierefrei sein müssen, und wenn die öffentlichen Stellen das nicht schaffen, wie soll es dann die ganze Gesellschaft umsetzen? Das ist ein gutes Stichwort. In Deutschland gibt es nämlich einen aktuellen Anlass. Ich weiß gar nicht, wie die Situation in der Schweiz oder in Österreich direkt dort ist. Aber in Deutschland gibt es eine Seite impfterminservice.de. Jeder, der sich ein bisschen mit digitaler Barrierefreiheit beschäftigt hat, weiß, dass diese Seite nicht barrierefrei ist, obwohl sie von einer einer Einrichtung des öffentlichen Rechts verfasst wurde. Und im März hieß es dazu, es gibt, dass sie nicht barrierefrei ist, März letzten Jahres, und dass es erst Mitte 2021 barrierefrei sein soll. Das ist doch, Michael, also kann ich mir irgendwie nicht erklären, wie geht es, dass das so lange dauert, dass das überhaupt sein kann, dass so ein wichtiges Thema wie ein Impftermin ausmachen, dass das nicht barrierefrei zur Verfügung steht. Das ist ja schon, es ist ja nichts Unbekanntes. Also. Ja, das stimmt zuerst mal. Also man muss dazu sagen, dass auch diese Seite eine öffentliche Stelle ist und damit seit 2016 sogar schon barrierefrei sein muss, laut BGG, also Bundesmediengleichstellungsgesetz. Das heißt, in Deutschland war sozusagen schon vor der EU-Richtlinie die Barrierefreiheit Pflicht. Und warum das jetzt im Einzelfall so sein kann, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Also jetzt, ich denke mal, dass es die RKI-Seite ist. Und da müsste man natürlich die Leute vor Ort fragen. Aber man kann es ja mal transponieren oder ableiten. Für die Gesamtsituation, und da ist es in der Schweiz genauso oder in Deutschland genauso wie in der Schweiz, dass wir wahrnehmen, dass wir in unseren ersten Testungen, auch in den ersten Kommunikationen, die wir mit den Behörden haben, es durchaus schon welche gibt, die, ich sag mal, etwas weiter sind, die auch Know-how aufgebaut haben, die auch das berühmte Wort Awareness oder Sensibilisierung da haben, also die sich nicht nur die Frage stellen, die sind nicht mehr beim Ob, sondern die sind beim Wie, weil sie die Motivation eben dafür gesehen haben. Es gibt aber auch einen gewissen Anteil, die sich, das muss man auch offen gestehen, die sich eben auch gegen unsere ersten Überwachung jetzt ein bisschen, sage ich mal, sperren, wo man dann noch Paragraphen nachschieben muss. Das gibt es leider auch. Also ich denke, das Thema, das dann direkt auf die Frage zu antworten, wahrscheinlich war es Awareness. Ich unterstelle den Leuten nie was Böses meistens. Ich bin da immer positiv unterwegs und denke, die haben schlichtweg nicht dran gedacht. Und das Thema kam natürlich in der ersten Welle gerade dann auf mit den Gebärdensprachdolmetschern und den Untertiteln, weil da gewisse PKs nicht, also vom Bund nicht untertitelt waren. Das sind sie jetzt, da hat sich sehr viel getan, das muss man mal sagen. Aber um das besser zu machen, sozusagen, muss man weiter darauf hinweisen. Wir haben ja auch unseren Feedback-Mechanismus immer bei der Erklärung zur Barrierefreiheit der Webseiten.
Und sich da wirklich zu melden und zu sagen, ich würde gerne auch einen Impftermin ausmachen, auch wenn ich schlecht sehen, nicht sehen oder nicht hören kann. Oder vielleicht auf leichte Sprache angewiesen bin oder wie auch immer, kein Maus-User bin, sondern ein Tastatur-User, das kann dann schon helfen. Und das ist sicherlich auch was Gutes, was diese EU-Richtlinie vorschreibt. Und die meisten, die mir begegnen im öffentlich-rechtlichen Bereich, nehmen das auch ernst. Mhm. Wir haben hier auch schon eine Frage, also wir haben schon mehrere Fragen. Ich versuche immer so ein bisschen die einzupassen. Und dadurch, dass wir gerade bei der Impftermin-Service-Seite waren hier in Deutschland, ich glaube, das ist in den anderen Ländern nicht anders, eine Frage an die Viktoria. Ist die aktuelle Corona-Situation jetzt eher positiv oder negativ für die Entwicklung und die Geschwindigkeit der Umsetzung von digitaler Barrierefreiheit? Wie hast du das erlebt? Also ich würde sagen, dass das der Sache durchaus sehr dienlich ist, jetzt so schlimm diese Situation ist, aber es ist einfach das Thema das Thema Digitalisierung ist momentan so präsent in allen Wohnzimmer zu Hause wie wahrscheinlich nie zuvor. Und dadurch rückt natürlich auch dieses Thema der digitalen Barrierefreiheit viel mehr in den Fokus und ist natürlich unserer ganzen Sensibilisierungstätigkeit, die wir ja auch als Aufgabe haben, als Monitoringstelle, ist das durchaus, erleichtert uns das um einiges, weil einfach viel mehr verstanden wird nun, wie wichtig denn das ist. Und zwar nicht nur, es geht nicht nur um die Menschen mit Behinderung, die da jetzt hier angesprochen werden, sondern auch, es geht ja auch noch viel weiter. Es geht, man muss einfach inzwischen alles digital machen, alle Menschen. Und wenn ich jetzt da vor einer Website bin, die gut strukturiert ist, auf der ich mich leicht zurechtfinde, wo ich alles gut lesen kann, weil die Kontraste stimmen, da bin ich einfach viel schneller. Und all das wird uns jetzt, denke ich, noch umso mehr bewusst, weil wir einfach alle jetzt darauf angewiesen sind, alles vom Computer auszumachen. Und ich möchte vielleicht auch noch kurz an das vorige Thema ein bisschen anschließen, Sensibilisierung, also was der Michael Wahl jetzt auch gesagt hat, das ist, glaube ich, eben auch bei diesen Apps, die jetzt vielleicht noch nicht ganz barrierefrei sind, ist das sicher auch ein großes Thema. Also ich würde da auch eben jetzt nicht unterstellen, dass da jemand etwas falsch gemacht hat, sondern es ist einfach auch so, dass auch bis zur Privatwirtschaft, bis in die Agenturen hinein, da noch so viel Wissensaufbau momentan stattfinden muss und so viel Schulungen und Weiterbildungen also besucht werden, jetzt auch aktuell, dass das einfach noch nicht perfekt jetzt momentan umgesetzt wird. Also das sehe ich schon, dass wir da einfach, also wir stehen natürlich nicht am Anfang, weil das eben, wie gesagt, schon seit 2016 sein sollte, aber es passiert da sehr viel momentan und es bilden sich die Leute weiter, so sie es können. Also Weiterbildungen sind ja auch stark nachgefragt und gesucht. Also das ist irgendwie alles, hängt das ein bisschen zusammen. Mhm. Und du hast schon gesagt, die Sensibilisierung, die Akzeptanz. Wir haben ja auch eine Frage gleich dazu bekommen. Was haben die Monitoringstellen vor, um mehr Awareness und Akzeptanz zu schaffen? Ich stelle die Frage mal an den Michael, weil ich weiß von Michael, er ist Leistungssportler und jeder Leistungssportler würde sagen, hey, ein Wettkampf wird zu 90% im Kopf gewonnen. Ja, es sind die Sachen im Kopf, die passen müssen. Was schlägst du vor? Was machen die Monitoringstellen dort, damit der Kampf im Kopf der Leute gewonnen werden kann? Wir können nachher dann auch die Runde machen, wie es in der Schweiz und in Österreich dazu aussieht. Ja, als Tennisspieler muss ich natürlich jetzt sagen, ein guter Aufschlag ist alles und ein guter Service. Das passt vielleicht ganz gut, das Bild. Also tatsächlich ist es so, dass zwei unserer Mitarbeiter schon an einem Awareness-Seminar basteln, dass wir auch versuchen, also wir sensibilisieren erstmal die wir ganz nah erreichen, sprich die Bundesregierung, also zum Beispiel alle Pressesprecher der obersten Bundesbehörden, da haben wir einen regelmäßigen Talk, das sind ganz einfache Möglichkeiten.
Und dann natürlich auch über diese Tage, wie, also ich meine, es gibt ja dann die etwas breiten Veranstaltungen, es gibt ja den Global Accessibility Awareness Day, ich glaube irgendwann Mitte Mai ist der, da planen wir natürlich auch in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit was dazu. Ich denke aber, dass man einfach multiplikatorisch sozusagen den Aufschlag so setzen muss, dass es möglichst viele Leute mitschwimmen. Und das versuchen wir auch ja, indem wir ja auch Gründungsmitglied jetzt bei der IAAP DACH sind, indem wir eben auch, wir sehen ja, der Markt ist sehr, sehr eng. Also es gibt, sage ich mal, sehr, sehr wenig Angebot für immer steigende mehr Nachfrage. Und ich würde mir halt auch wünschen, dass vielleicht als dritten Punkt noch so, das ist ein kleines Herzensthema von mir, dass auch immer mehr Menschen mit Behinderung selbst in diese Rolle kommen. Also weil das ja auch ein bisschen, sage ich mal, nicht nur Arbeit für die Menschen schafft, die vielleicht noch keine haben oder keine, die ihnen wirklich Spaß macht, sondern auch ein bisschen mehr Awareness bei dem Tun schafft. Weil ich kann mir vorstellen, wenn mir jemand, der gehörlos ist, die Gebärdensprache erklärt oder jemand, der kognitiv oder lernbehindert ist, mit mir sich mehr unterhält, dann macht das schon mehr Sinn, warum mache ich das Ganze eigentlich? Also Motivation ist ein großes Ding und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es mehr und mehr Netzwerke gibt, die dann das Thema eben, wie Viktoria gerade schon gesagt hat, auch, dass wir das aufmachen. Also nicht nur für die Menschen, die einen Schwerbehindertenausweis in der Hand haben, also in Deutschland heißt das ja so, es gibt wahrscheinlich in der Schweiz und Österreich ähnliche Karten, sondern eben auch diesen Spillover zu haben für, ja, da gibt es verschiedene, also Menschen mit Einwanderungsgeschichte oder Menschen, die Analphabetismus, der ja auch vielleicht jetzt durch die Corona-Lücke gerade steigen könnte. Da gibt es ja auch schon Befürchtungen von der Erziehung, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Also das Thema ist breit und das in die Breite zu tragen, ist sicherlich das, was wir tun möchten und auch immer stärker tun. Danke, Michael. Markus, was läuft da denn der Schweiz, um die Köpfe der Menschen zu erreichen? Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass das Thema Barrierefreiheit, das muss viel mehr noch als vielleicht jetzt schon als positiv, als positive Botschaft gebracht werden. Also es muss aufgezeigt werden, dass Barrierefreiheit eine Chance ist für Menschen mit Behinderung, aber für vieles mehr. Und ich erlebe es oft in verschiedenen Diskussionen, da geht es immer um die Probleme der Barrierefreiheit, was alles nicht funktioniert, was alles gefordert wird und so. Und aber ich glaube, hier braucht es auch diese positive Message, eben dass Barrierefreiheit schlussendlich etwas ist, was der gesamten Gesellschaft hilft. Und wir machen bei uns in der Schweiz, wir haben das auch definiert als Schwerpunktprogramm in der Behindertenpolitik des Bundes, das Thema Barrierefreiheit und Digitalisierung. Also ich denke, man muss das wirklich auch zusammennehmen und ich denke, das, was Viktoria gesagt hat, eben, dass die ganze Corona-Situation eben sehr positiv ist auch für dieses Thema. Das kann ich nur bestätigen und ich glaube, man muss diese positive Energie jetzt auch mitnehmen. Bei uns habe ich gemerkt, eben vor allem für das Thema leichte Sprache und Gebärdensprache hat das jetzt sehr viel ausgelöst. Man hat jetzt plötzlich gemerkt, dass das eben sehr wichtig ist, Informationen in diesen barrierefreien Alternativen Arten, dass eben niemand zurückgelassen wird oder dass eben alle beteiligt sind, sei das zum Thema Impfen, sei das zu den Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Also es geht hier auch um das Accessibility Mainstreaming, also das, wir versuchen hier das Thema eben in die Köpfe zu bekommen, nicht nur von den Professionals oder von Menschen mit Behinderung, sondern wirklich die es dann auch anbieten und umsetzen müssen. Wir machen auch in der Schweiz, so zusammen auch mit Deutschland, Österreich, Events. Ich denke, das ist ganz wichtig. Oder jetzt eben die Initiative der IAAP, finde ich enorm wichtig, dass es eben dieses Berufsbild auch gibt. Denn ich glaube, zurzeit haben wir dieses Berufsbild nicht und
Wir haben bei uns jedenfalls in der Schweiz auch viel zu wenig Fachkräfte, die das dann umsetzen können. Also wir treten immer ein bisschen an der gleichen Stelle. Wir haben dann neue Dienste, die sind dann nicht Barrierefreiheit. Und ich glaube, eben hier kommt wieder der Punkt, dass es selbstverständlich sein, dass es zu Selbstverständlichkeit wird. Und der dritte Punkt, denke ich, was auch ganz wichtig ist, ist die Instrumente, sei das nun zum Testen oder für das Reporting und so weiter. Hier braucht es gute, gut dokumentierte Instrumente und die Monitoringstellen, ich denke, die können hier auch einen sehr wichtigen Beitrag dazu leisten. Danke, Markus. Wir haben eine Frage von den Zuschauern aus dem Chat. Und das klingt alles gut, wir müssen mehr dokumentieren, die Köpfe der Leute erreichen. Und es fragt jemand, sind wir nicht viel zu nett, wenn wir jetzt noch motivieren wollen? Brauchen wir nicht, die Gesetzeskeule, die gibt es ja schon, ist die stark genug? Ich meine, letztendlich bitten wir vielleicht zu viel. Das war so eine Frage. Wie ist das, Victoria? Sind wir viel zu nett noch? Nein, also das glaube ich nicht. Also erstens, ja, es gibt eben die Gesetze. Das heißt, es ist ein Gesetz und diese Gesetze sind zu befolgen. Und das Thema ist das, dass wir jetzt die Chance haben, dass dieses Thema nicht zu einem Angstthema wird und nicht als lästiges Thema empfunden wird. Wir haben jetzt die Chance, und das ist auch sicher eine große Aufgabe der Monitoringstellen, dieses Thema als ein gutes, ein positives Thema zu transportieren. Also den Mehrwert herauskehren, die Bevölkerung oder die Firmen, die Einrichtungen dazu zu bringen, dass sie sagen, ich will auch, dass meine Website barrierefrei ist. Das ist cool. Da erreiche ich eine größere Zielgruppe. Da habe ich zufriedenere Kunden und Kundinnen. Da habe ich sogar bessere SEO-Ergebnisse. Es muss so weit kommen, dass das jeder auch haben will und dass das auch eine Selbstverständlichkeit wird, auch für Agenturen, die Webseiten bauen, dass sie sagen, also ganz klar, das ist natürlich nach den WCAG 2.1 mindestens Doppel-A, ist diese Website gebaut. Also das ist, da geht es jetzt gar nicht, ich empfinde es nicht so sehr als wir sind nett, sondern wir versuchen diese positiven Eigenschaften, die eine barrierefreie Website hat, einfach unters Volk zu bringen, also zu erklären, dass das gut ist, dass das Sinn macht. Und das jetzt mit der Angstmache sozusagen zu versuchen, das führt meiner Meinung nach, ich glaube, das dauert dann viel länger, wenn man es so macht. Es muss jeder wollen, dann geht es schneller. Es muss jeder wollen, dann geht es schneller. Das ist ein gutes Stichwort, genau. Wir wissen, also das gab es im Vorfeld auch schon, war das deutlich von den Fragen, die wir bekommen haben, dass sich an das Monitoring, also an das Monitoring überhaupt, an die Überwachung und dementsprechend auch an die Monitoringstellen, ganz viele und sehr, sehr hohe Erwartungen verbinden, wenn es um den Fortschritt in der digitalen Barrierefreiheit geht. Das ist das erste Mal, dass das jetzt so sichtbar werden soll. Also es gibt dort so Schlagworte, die in dem Zusammenhang fallen, sind Sichtbarkeit, Transparenz, Einheitlichkeit. Und wie schätzt ihr den aktuellen Stand in Bezug auf diese Schlagworte ein? Also Transparenz, sei es Prüfungsverfahren, Sichtbarkeit, wo es wirklich darum geht, das aufzuzeigen, wie barrierefrei sind die Seiten wirklich, ja, und Einheitlichkeit, wo es auch darum geht, vielleicht zu harmonisieren, einheitliche, also vergleichbare Prüfberichte zu haben, solche Sachen. Michael.
Wie schätzt du es ein? Jetzt, Transparenz, jetzt. Sichtbarkeit, Einheitlichkeit? Ja, jetzt bin ich zu hören. Ich hatte mein Knöpfchen gerade ausgemacht. Also in jedem Fall, sagen wir euphemistisch, müsste man sagen, es ist noch viel Luft nach oben. Aber ich will das mal diese Floskel nicht so stehen lassen, sondern es ist noch sehr viel Luft nach oben. Das fängt schon dabei an, wenn wir jetzt bei Vergleichbarkeit sind, dass wir von der EU, das ja, kann man auch so sagen, noch kein einheitliches Format für diesen Bericht haben, den wir alle bis zum 30.06. gefixt haben müssen. Beziehungsweise da ist die, ja, also wir müssen ihn eigentlich bis zum, ganz genau ist bis zum 29.12.2021 abgeben, aber wer Ministerien kennt, weiß, es muss ein bisschen früher dran sein, sonst wird das schwierig. Wir lernen, das ist auf der einen Seite nicht so schön, weil man natürlich gern klare Vorgaben hat. Auf der anderen Seite ist es auch wieder ganz gut, weil es Länder gibt, also wir waren ja auch schon mal, wir drei zusammen in Brüssel und haben da auch zugehört, die schon ein bisschen weiter sind. Das sind dann, das ist ganz überraschend, das sind nicht nur die üblichen Verdächtigen wie Schweden und Finnland, das sind zum Beispiel auch Spanien und Portugal. Und von denen kann man dann lernen. Und so ein bisschen das Problem ist, dass, sage ich mal, die EU ja auf die WCAG verweist und die WCAG gehören ja zu einem anderen Konsortium, zur W3C. Das wissen ihr wahrscheinlich oder wisst ihr alle. Das muss ich noch ein bisschen festrütteln, sage ich mal. Aber wir haben immer diesen Einschritt, die EN-Norm, die wird dann irgendwann fortgeschrieben, wenn sie harmonisiert ist von der Kommission, also im Gesetzblatt der Europäer erscheint oder der EU. Und die W3C, sage ich mal, tut auch, was sie kann, muss natürlich auch entsprechend gefördert werden, auch wiederum von der EU. Und das Ganze, also wenn man das, ist ja der Kopf des Ganzen sozusagen, der ist noch nicht ganz zusammen. Das dauert halt ein bisschen. Ich finde aber, wie schauen Sie denn, die Richtlinie hat unglaublich, also ich kenne jetzt nicht so viele Richtlinien, aber die kenne ich ziemlich gut. Die hat schon sehr viele Chancen, ganz einfach, weil sie ständig evaluiert werden wird, weil sie natürlich erstmal im ersten Überwachungszeitraum, das ist ja auch klar, erstmal feststellen muss, wo liegen eigentlich die großen Barrieren sozusagen. Ich meine, dass es PDFs sind, ist uns vielleicht klar. Es wird sicherlich auch so sein, aber es könnte ja auch ein ganz anderes Thema sein, was wir jetzt noch gar nicht so sehen. Und damit kommen wir vielleicht zum Thema Sichtbarkeit und Transparenz. Also klar, es gibt natürlich auch Wünsche, dass man sagt, die Überwachungsstellen mögen doch oder Monitoringstellen mögen doch jede Webseite, die sie testen und jede Ergebnisse da veröffentlichen oder auch das Verfahren, nachdem wir veröffentlichen, nachdem wir testen. Das wird alles im Bericht drinstehen. Also das Verfahren, ich denke mal, der Bericht an die EU, das haben nicht wir zu entscheiden, weil die Politik das, denke ich mal, entscheidet, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da gewisse Dinge zumindest mal in aggregierter Form, also über Zahlen, dann auch publiziert werden. Dass man also sagt, als Beispiel Kriterium 111, heißt es ja noch, die berühmten Alttexte sind halt ein Problem, weil ne, manche haben sie nicht und diese haben sind vielleicht nicht immer im Sinne des Verständnisses und so weiter. Und man hat natürlich noch die Transparenz über die Erklärung zur Barrierefreiheit, das darf man nicht vergessen. Und da waren wir ja sehr ordentlich und haben da in Deutschland, zumindest auf der Bundesebene und die Länder, glaube ich, auch geguckt, dass wir die wirklich ausdifferenziert, dass die Leute das beschreiben müssen. Also man muss auch nicht immer auf den Bericht warten. Man kann, wie gesagt, diese anderen Instrumente, sprich den Feedback-Mechanismus, der ja auch zur, wir sagen aber EZB, damit meinen wir nicht die Bank, sondern Erklärung zur Barrierefreiheit, die da eben genutzt werden können. Und ja, zu den Prüfungsverfahren, das war ja auch noch eine Frage. Also wir können die natürlich, da kam die Frage auf, warum werden die nicht veröffentlicht? Also wie sieht so eine vereinfachte Überwachung jetzt im Bund aus oder von mir aus auch im Land XY? Zum einen ist der Föderalismus. Also wir prüfen nach einem Verfahren, was wir zwar mit den Ländern abstimmen, da sind wir auch sehr gut unterwegs, das ist auch recht einheitlich. Aber natürlich können wir jetzt nichts veröffentlichen, was Beispiel das Land Schleswig-Holstein jetzt so macht. Ne? Das einfach der Föderalismus. Und wir können es auch aus dem Grund nicht tun, weil wir ja vergeben. Also wir prüfen ja nicht alles selbst. Und wenn wir natürlich jetzt sagen, naja, wir prüfen jetzt die Kriterien, würden unser Sample rausgehen mit 25, dann würde Folgendes passieren, dann würden natürlich sehr viele Website-Betreiber sich darauf fokussieren und dann vielleicht das optimieren oder der Rest würde wegfallen. Deswegen haben wir uns zwischen Bund und Ländern Bewahrungsstellen so vereinbart, dass wir das natürlich in der Ausschreibung müssen wir es natürlich, oder in der Arbeit irgendwann müssen wir es rausgeben, das ist ja klar, aber dass wir es jetzt nicht proaktiv in die Welt tragen. Und das kommt aber, im Bericht steht es dann, wie gesagt, wieder drin. Bei dem Bericht an die EU müssen wir ganz dezidiert aufführen, wie wir die Durchführungsbeschlüsse, also sprich die vereinfachte, die eingehende Überwachung ausgestaltet haben. Und jetzt verrate ich schon was mit Sicherheit wichtig für alles, diese Sample, wie wir prüfen, werden wir natürlich aber auch dann wieder verändern, weil wenn wir 2021 so geprüft haben und müssen 2024 den nächsten Bericht vorlegen, werden wir ja schön
blöd, sage ich mal, wenn wir dann 3 Jahre einfach so weiterprüfen. Also so ein bisschen ist das schon eine Blackbox, einfach um auch gut prüfen zu können. Das ist auch ein bisschen Absicht dahinter. Aber man kann sicherlich trotzdem über alles diskutieren, was wir. Man kann ja auch diskutieren, wie habt ihr geprüft, warum habt ihr das nicht geprüft. Das tun wir ja auch. Also wir stimmen unsere, letzter Satz, jetzt habe ich ganz schön lange geredet, wir stimmen ja das ja auch im Ausschuss für Barrierefreiheit ab. Also da sitzen sowohl, sage ich mal, die Menschen mit Behinderung der Vertretung mit drin, da sitzen auch andere Stakeholder drin, also durchaus Bundes- und Landesstellen, da sitzen aber auch Vertreter der Tester mit drin, auch die Wirtschaft, auch die Softwarehersteller, und da schauen wir schon, dass wir da für alle Seiten sowas zum Wege bringen, dass unser Ziel ist. Wir können offensiv und positiv besetzt sagen, das ist Barrierefreiheit, so muss es sein, da liegt der Hase im Pfeffer und da müsst ihr auch noch nachbessern. Zum Abschluss des ersten Blogs noch eine kurze Frage an Victoria. Wie eng arbeiten denn die drei Stellen bisher zusammen? Ist das, also wir haben gerade jetzt über das Prüfverfahren gehört, wir werden da noch ein bisschen weiter reingehen, das ist ja bewusst in einem gewissen Sinne intransparent ist. Also, oder dass es nicht offensichtlich sein muss oder offengelegt sein muss. Gibt es dann andere Gebiete, wo es da schon eine Zusammenarbeit gibt, war eine Frage. Zwischen Deutschland, Österreich, Schweiz? Ja, genau. Also wir haben jetzt gerade auf Initiative von Michael Wahl begonnen, so regelmäßige Online-Treffen einzuführen. Also wir sind schon eigentlich von Anbeginn im E-Mail-Austausch, aber wir treffen uns ja auch seit 2019 alle drei in den WADEX-Meetings. Also WADEX ist diese Expertinnengruppe auf europäischer Ebene. Das heißt, da sitzen die Vertreter und Vertreterinnen der Monitoringstellen der Mitgliedstaaten drinnen. Und da sind regelmäßige Treffen, die werden von der Europäischen Kommission eben organisiert. Und da hat man Möglichkeit, sich auszutauschen. Das ist, dieser Austausch ist ein bisschen auf der Strecke geblieben durch Corona, weil das eben online so bilateral jetzt schwierig dann möglich war. Aber das wird sicher wieder kommen. Und es ist eben trotz alledem, ist einfach digital, sind regelmäßige Treffen. Jetzt konkret, also wir hatten jetzt, ich glaube, zwei Zoom-Termine hatten wir, wo sich eben Deutschland und Österreich getroffen hat. Wir haben jetzt auch das nächste schon geplant, wo wir dann auch eben, oder Markus Riesch dann auch schon zugesagt hat, dass er dabei sein möchte. Und das funktioniert sehr gut und werden wir sicher so beibehalten. Ich möchte vielleicht noch kurz was zur Transparenz sagen. Im Prinzip ist das Ganze ja schon ziemlich transparent, weil die Richtlinie ja da schon sehr viel vorgibt, wie was zu prüfen ist und wer zu prüfen ist. Und in Österreich kommt dann auch noch dazu, dass wir mit externen Partnern diese Checks machen. Das heißt, wir haben eine Prüfmethodologie schon niedergeschrieben. Also da steht genau drinnen, wie was zu prüfen ist. Und das ist veröffentlicht worden in einer europaweiten Ausschreibung. Also das ist schon sehr transparent, wie wir da vorgehen. Die Stichprobe, das ist eben auch in Österreich so, dass die schon nicht immer gleich ist. Also natürlich, also wir machen es eben so, dass wir bei jedem Überwachungszeitraum eine neue Stichprobe ziehen. Und die Stichprobe an sich, also es ist so, dass die Prüfergebnisse dann den Einrichtungen natürlich vollkommen transparent zur Verfügung gestellt werden. Also auch hier in diese Richtung arbeiten wir absolut transparent. Also da verschwindet nichts in der Schublade oder wird an jemanden vorbeigetragen. Das ist ja auch Sinn der Sache, dass die Einrichtungen genau etwas davon haben, dass sie etwas vorliegen haben und sozusagen sich über den Zustand ihrer Seite dann, dass sie da im Bilde sind. Und bei uns in Österreich ist es sogar so, dass wir relativ ausführliche Handlungs- oder Tipps eigentlich in die Berichte noch hineinschreiben. Also wie man jetzt diese Barrieren unserer Meinung nach ganz gut beheben kann, gut und schnell. Also das ist schon sehr transparent gehalten, das Ganze. Vielleicht darf ich das kurz ergänzen. Das ist bei uns, also Victoria, sehr gut, dass du auf die Richtlinie nochmal hinweist, auf die Durchführungsbeschlüsse. Da müssen wir uns ja dran halten. Also wenn Sie das schon lesen, haben Sie eigentlich schon, sage ich mal, 90% auch unser Testverfahren gewonnen. Und gegenüber den öffentlichen Stellen, die wir testen, beraten wir auch ganz viel. Das ist
vollkommen klar. Also da sind wir, das machen wir ähnlich. Ne? Jetzt sind wir schon mittendrin in diesem zweiten Frageblock. Hefe, das muss jetzt alles barrierefrei werden, sein und so weiter. Also das Prüfverfahren und wie man es konkret umsetzt. Und ich übergebe an Annemarie. Wir haben auch viele Fragen aus dem Chat, die genau dort in diesen Frageblock passen. Genau. Bevor wir uns denen allerdings zuwenden, habe ich noch eine Frage, so ganz, ganz egoistisch möchte ich die noch loswerden. Wenn ich jetzt die drei Leiter der Überwachungsstellen schon zusammen habe, nämlich das vielleicht noch in einen etwas größeren Kontext auch zu stellen. Wir haben hier Aussagen gehört, so von dem deutschsprachigen Europa. Aber mich interessiert natürlich auch nicht nur der Ist-Zustand, sondern wir hatten ja auch gesagt, was für Herausforderungen kommen denn vielleicht noch auf uns zu. Gibt es da etwas, wo ihr schon berichten könnt, was die EU hier sozusagen vorhat an Dingen im Jahr 2021, ob da noch irgendetwas kommt, worauf wir uns vorbereiten können? Oder vielleicht auch über das Jahr 2021 hinaus, also so ein bisschen zukunftsweisend sozusagen nochmal zu gucken. Markus, bist du noch im Call? Vielleicht möchtest du kurz dazu sprechen, Markus Riesch? Ja, ich bin vielleicht hier der Falsche. Die Schweiz ist ja nicht bekanntlich nicht Mitglied der EU. Aber wir sind in diesem Gremium auch dabei, in der WADEX, diesem Gremium der Mitgliedstaaten plus eben der weiteren europäischen Staaten. Also für uns ist das natürlich auch sehr wichtig. Was jetzt da die EU in diesem Bereich noch vorhat, da möchte ich eigentlich den Mitgliedstaaten Deutschland, Österreich das Wort weitergeben. Gerne. Ganz bewusst, ne, hab ich hier so ein bisschen gestichelt, Markus, weil ihr schaut ja im Moment auch so ein Stückchen da drauf und arbeitet ja sehr eng jetzt hier auch zusammen. Und wir freuen uns auch, dass wir hier gerade für die deutschsprachige IAP dich gewinnen konnten, hier dabei zu sein. Deshalb ging die Frage auch ganz bewusst an dich, aber ich gebe sie gerne weiter an Michael. Ja, okay. Also was ich weiß, ist aber, das ist natürlich keine europäische, also das europäische ist ja schon durch, ist das Barrierefreiheitsgesetz, der IAA, der wird natürlich kommen. In welcher Form auch immer, wissen wir noch nicht. Und das ist ja auch eine Sache, wie die Staaten das umsetzen. Aber der wird, also vielleicht nochmal, also ich hoffe, mit den zwei Sätzen langweile ich jetzt keinen, aber da ist natürlich das einbezogen, was die Privatwirtschaft, was wir ja vorhin auch schon von Markus Riesch gehört haben, dass ein bisschen das auch in den privaten Sektor geht. Gerade im Bereich Mobilität, im Bereich E-Reader, im Bereich Software und auch im Bereich Betriebssysteme. Auch ein bisschen Hardware dabei, Bankautomaten zum Beispiel, Banksoftware, Onlinehandel. Wie das genau umgesetzt wird, ist sehr kompliziert und da kann natürlich, und wir hoffen natürlich, dass Deutschland wie bei der EU-Webseitenrichtlinie darüber hinausgeht, weil wir machen ja ein bisschen mehr als die EU, das Plain macht sozusagen, liegt aber noch nicht, also liegt leider nicht in unserer Hand und müssen wir abwarten, wie der deutsche Gesetzgeber sich da positioniert. Vielleicht können die anderen beiden zu dem Punkt auch noch was sagen, wie es in anderen Staaten aussieht. Das finde ich auch spannend. Zu gesamteuropäischen Projekten ist es so, dass dieses ACT oder ACT-Projekt, also es gibt ja immer diese Horizon 20, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich heißt es jetzt 2027, bisher ist es ja 2020. Das sind, glaube ich, immer die Finanzdekaden der EU. Da gibt es Projekte zur Barrierefreiheit, die sind auch einsichtig sehbar, wobei EU-Seiten immer schwer zu finden sind, finde ich. Und da wird es, das weiß ich jetzt, weil da wir auch uns immer mal ein bisschen mit positionieren. Auch die Victoria hat uns da nochmal eine Seite rumgeschickt, da gibt es dieses ACT-Projekt eben. Da werden Regularien eben aufgebaut, das ist vielleicht auch für den Kreis sehr ganz spannend, so habe ich es verstanden, wie man die einzelnen Kriterien eben, also WCAG-Kriterien eben regulatorisch so einbaut, das ist quasi ein Framework und nachher eben Werkzeuge. Also quasi die Regeln für Tools zum Testen für Barrierefreiheit. So habe ich es verstanden. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Und gut, dann haben wir die WCAG natürlich noch, die mit der 2.2 in den Startlöchern steht und dem Projekt Silver. Das ist jetzt kein EU-Ding, aber das ist vielleicht auch schon den meisten hier bekannt, dass die WCAG ja umgestellt wird oder werden soll, eben in Richtung dann doch wieder Punktescore und wo man, und das
darf ich sagen, finden wir sehr sinnvoll, weil bisher haben wir ja das Pass-Fail-Prinzip. Und da soll es dann wieder Punktescore geben, auch ausgerichtet auf die verschiedenen Behinderungsarten und Bedürfnisse. Das wird sicherlich sehr spannend, ist aber ein BCAG-Kind sozusagen. Ja, vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf, also was natürlich 2021 auf uns zukommt, aber das ist jetzt eben auch Teil der Richtlinie, also jetzt keine Überraschung, ist natürlich dieser nächste wichtige Meilenstein, des Juni 2021, wo wir dann eben auch die mobilen Anwendungen haben, die ab diesem Zeitpunkt dann barrierefrei sind und auch da dann die Barrierefreiheitserklärungen online sein werden. Danke für eure Einschätzung. Für mich ist das natürlich auch ganz wichtig, da zukunftsorientiert unterwegs zu sein, also nicht nur die aktuelle Situation im Blick zu haben. Und ich denke, das trifft auch für ganz viele andere zu. Und jetzt haben wir schon mal einen guten Einblick, wie das in der EU weitergehen wird. Und auch Markus, danke dir für deine Einschätzung. Und ich möchte jetzt in diesen zweiten Frageblock, den wir ganz bewusst so ein bisschen mal als Aufschrei formuliert haben, einleiten, Hilfe, das muss jetzt alles barrierefrei, denn genau das ist es, was viele dazu veranlasst hat, jetzt zum Beispiel auch hier im Call zu sein und zu sagen, ja, ich möchte mal eine Frage loswerden, ich brauche hier mal eine Unterstützung und auch eine Hilfe. Und wir haben hier sehr, sehr viele Fragen dazu auch bekommen, die sehr, sehr konkret sind und auch ganz gut sozusagen die Bedürfnisse darstellen, die jetzt gerade existieren. Und ich möchte nochmal, Viktoria, du hast es gerade angesprochen, auf die Deadline, die in diesem Jahr aus der aktuellen Gesetzgebung auch noch anstehen, an den 23. Juni anknüpfen. Und viele fragen sich, naja, was passiert denn danach? Dann soll irgendwie ja alles barrierefrei sein. Aber wir haben ganz viele Fragen jetzt auch im Chat erhalten. Wie sieht es denn eigentlich aus? Was gibt es da für Sanktionen? Was kann mir denn drohen, wenn ich das nicht schaffe zu dem Termin? Das ist auch eine Frage, die uns sehr, sehr häufig erreicht. Und Viktoria, du hast es direkt angesprochen. Vielleicht möchtest du als Erste da auch antworten. Ja, also was kann mir da drohen? Also dazu ist vielleicht zu sagen, die Richtlinie ist momentan nicht mit Sanktionen, also da sind keine Sanktionen vorgesehen, das kann man so ganz klar sagen. Es ist natürlich, also bei uns in Österreich ist es in Form eines Bundesgesetzes und in Form von neuen Landesgesetzen umgesetzt, das heißt, es ist Gesetzgebung und Gesetze werden beachtet. Also ich sag, es gibt hier keine Sanktionen, das kann ich schon sagen. Das heißt, die Monitoringstellen an sich haben hier keine Befugnis, jetzt da zu urteilen sozusagen und dann Sanktionen auszusprechen. Also unsere Aufgabe ist es, uns die Seiten anzuschauen und dabei dazu bestmöglich beizutragen, dass die digitale Barrierefreiheit in unserem Fall in Österreich vorangetrieben wird und verbessert wird und das in möglichst schneller Zeit. Und das tun wir unter anderem in Form von diesen Checks, indem wir das den öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung stellen, ihnen da helfen, sie begleiten auf diesem Weg und gleichzeitig auch Schulungen mitentwickeln und dazu eben so beitragen, dass es auch dieser Wissensaufbau einfach stattfindet. Genau, also genau das zu tun, was wir auch versucht haben schon zu formulieren, eben tatsächlich die Hilfe auch anzubieten, um das die Einstellung zu bekommen, zu sagen, wie kann ich tatsächlich barrierefrei werden. Markus, wie sieht das in der Schweiz aus? Bei uns sieht es ein bisschen ähnlich aus. Also wir haben auch keine Möglichkeiten für Sanktionen. Also wenn es um
Aber ich glaube, es ist wichtig, dass es auch getrennt ist. Aber wir haben zum einen Seite das Monitoring oder die Überwachung. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt um darum geht, wenn eine Seite nicht barrierefrei ist, was passiert dann? Da gibt es natürlich dann eben auch die Möglichkeiten über die nationalen Gesetzgebung. Bei uns in der Schweiz ist das das Behindertengleichstellungsgesetz, wo eben explizit dann auch das Beschwerderecht geregelt ist und auch hier eigentlich sehr niederschwellig möglich ist, dass dann hier auf diesem Weg dann die Barrierefreiheit eingeklagt werden kann. In der Praxis ist es aber so, ich weiß nicht, wie das jetzt in Österreich und in Deutschland ist, in der Praxis ist es so, dass dies aber noch sehr selten passiert. Also es gibt auch sehr wenig Referenzfälle, was eben dann in so einem Fall passieren soll. Und das andere ist, bei uns in der Schweiz gilt nicht direkt jetzt die Richtlinie für Barrierefreiheit. Wir haben das versucht in einem, oder wir haben das in einem Schweizer Standard übernommen, aber dieser Standard hat primär einmal den Status einer Empfehlung, und erst wenn dieser durch eine Behörde als verbindlich dann erklärt wird und umgesetzt wird, dann treten diese Vorgaben in dem Sinn in Kraft. Also wir haben nicht so eine pauschale Vorgabe wie jetzt die Mitgliedstaaten der EU. Ich glaube, das macht es bei uns noch ein bisschen schwieriger. Und umso wichtiger, wir versuchen halt hier aus der Not heraus vielleicht auch ein bisschen eben auch zu befähigen, mit dem Testen eben auch aufzuzeigen, was nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist wichtig, dann diese Menge, wenn man sieht, es ist bei vielen Seiten das gleiche Problem, eben, dass man daraus dann Maßnahmen definiert und dass das natürlich dann von sehr vielen umgesetzt wird. Aber so konkrete Sanktionen sind nicht vorgesehen. Wenn ich darf noch kurz etwas ergänzen, ja. Also wenn ich mir jetzt den Hut, wir haben ja auch diese Funktion der Beschwerdestelle des Bundes bei uns in der FFG angesiedelt. Da gibt es bei uns natürlich genauso wie in der Schweiz auch Möglichkeiten. Also das ist auch, machen wir auch so, dass wir, wenn wir eine Beschwerde bekommen, dass wir diese natürlich prüfen, dass wir Handlungsempfehlungen an die Einrichtung aussprechen und so weiter und das dann auch dem Beschwerdeführer, der Beschwerdeführerin rückmelden, was wir da unternommen haben, und dann aber auch gleichzeitig Empfehlungen aussprechen können, wo sich der Beschwerdeführer, die Beschwerdeführerin hinwenden kann zusätzlich. Also wenn es sich eben, es könnte sich in den meisten Fällen, kann es sich ja auch um eine, könnte es sich um eine Diskriminierung handeln, und da haben wir dann eben auch die Aufgabe, an die entsprechenden Stellen weiter zu vermitteln. Also das wäre dann in Österreich in den meisten Fällen der Behindertenanwalt oder die Gleichstellungsanwaltschaft. Und da können eben auch beispielsweise mit Hilfe des Behindertenanwalts können dann auch Vergleiche eben angestrebt werden. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Danke, Markus und auch Viktoria, dass ihr das nochmal auch aufzeigt. Was ist denn eigentlich die Aufgabe der Überwachungsstellen? Ne, nämlich hier ein Monitoring zu bieten, ne, und zu sagen, wir haben einen Test, den wir durchführen und womit wir eben auch die eventuellen Defizite noch aufzeigen und dann eben auch einfach klar machen, Leute, da fehlt noch ein bisschen Qualität, und ihr, euch war das vielleicht bisher noch gar nicht so bewusst, dass diese Qualität fehlt. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, eben auch entsprechend zu reagieren. Und die Überwachungsstellen haben eben andere Aufgaben als andere Stellen, ne? Also wir haben ja in Deutschland auch beispielsweise die Schlichtungsstellen oder auch die Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Michael, vielleicht kannst du für Deutschland das Bild noch mal klarer machen, dass wir generell diese Aufgabenverteilung vielleicht besser darstellen können, auch hier im Call. Ja, gern. Also es ist bei uns eigentlich ganz ähnlich wie bei den beiden Kollegen. Also grundsätzlich ist es so, dass die, was immer gilt, ist ja immer das nationale Recht, weil das ja die Richtlinie spezifiziert. Das heißt, man muss gar nicht in die Richtlinie gucken, es reicht
ins BGG und eBetrau zu gucken. Das empfehle ich auch jedem, weil so schwer ist das gar nicht. Und es gibt bei uns, jetzt bin ich kein ausgemachter Jurist, aber es gibt tatsächlich, wie das bei den beiden anderen Ländern auch ist, das Mittel der Feststellungsklage. Also das heißt, es ist nicht keine sanktionierte Klage, also es ist nicht so, dass man sagen kann, es wird eine Strafe erteilt pro Tag, kostet es dann Geld und das geht dann irgendwie dem Bürger zu oder in eine Stiftung oder wie auch immer, sondern es wird eben festgestellt, die Seite ist nicht barrierefrei und dann muss die öffentliche Stelle des Bundes und bei den Ländern ist es genauso, eben reagieren und das möglichst zeitnah. Ne? Und das kann man auch strukturiert machen. Über das BGG gibt es halt das Mittel der des Verbandsklagerechtes, also da können die Verbände, und das tun sie auch meines Eindrucks nach immer mehr, dann auch, sage ich mal, Verbandsklagen anstrengen. Davor geschaltet ist noch, und das ist das, was du gerade meintest, Annemarie, das Schlichtungsverfahren. Das macht in meiner Sicht auch Sinn. Wir waren jetzt schon an drei oder vier Schlichtungsverfahren beteiligt, wo es schon um relativ wichtige Themen ging. Die sind natürlich vertraulich, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber was ich grundsätzlich dazu sagen kann, ist, es geht eigentlich immer darum, dass man die Mängel feststellt, konstruktiv, dass man dann auch sagt, wie können wir sie beheben. Dann ist oft das Ergebnis, wir können nicht alles sofort und gleich machen. Dann werden Prioritäten erstellt und dann wird das auch abgearbeitet. Und es wird auch nachgehalten und kontrolliert. Also es ist nicht nur ein Debattierclub und ein Wünsch-dir-was, sondern die nehmen das durchaus ernst, die öffentlichen Stellen des Bundes. Also ich kann ja nur für den Bund sprechen. Ich schätze aber, in den Ländern ist es genauso, in Deutschland. Und diese Troika ist sozusagen, dass wir als Überwachungsstelle die technische Beratung machen. Das steht auch im BGG drin. Also wir sind eine sachverständige Stelle für die Schlichtungsstellenkolleginnen. Die stehen im 6, § 16 BGG drin. Die kümmern sich jetzt nicht nur um die Schlichtungsverfahren zur digitalen Barrierefreiheit, sondern auch um ganz viele andere, auch um bauliche Themen. Und wir beraten die quasi quer. Also wir haben so ein kleines, wir haben einen sehr guten Kontakt, einen kleinen Austausch. Also die helfen uns immer bei juristischen Fragen weiter. Und wir helfen ihnen dann immer bei technisch, redaktionell, sachlichen, behinderungsspezifischen Belangen weiter. Und die dritte Stelle, die man mit uns manchmal verwechselt, ist die Bundesfachstelle. Die gibt es ja ein bisschen länger. Also wir sind ja die Überwachungsstelle des Bundes. Die Kollegen sind bei uns im gleichen Haus. Das ist die Bundesfachstelle für Barrierefreiheit. Die haben eine klassische, sage ich mal, Erstberatung. Also die beraten breit zu allen Themen. Sind auch eher für den baulichen Teil, für den Paragraph 8 zuständig und sind aber, sage ich mal, für alle breiten Fragen eher Anlaufpartner. Bei uns ist es schon so ein bisschen spezieller. Also ja, und so teilen wir uns dann quasi im Dreieck da auf und anschreiben kann man natürlich jeden jederzeit, das ist klar. Und dann geben wir das intern weiter und versuchen dann eben, je nachdem, wo die Anfrage hinzielt, eben weiterzugeben und dann ein Konzert zu beantworten. Aber das ist auch sehr gut. Du gibst mir da auch eine richtige Überleitung. Denn was wir jetzt das die ganze Zeit gemacht haben, ist eher so ein bisschen sozusagen den großen Blick zu wagen. Und jetzt möchte ich ein paar ganz konkrete Fragen, die uns erreicht haben, auch loswerden, wo man eben auch sagen kann, ja, an wen müsste ich das denn richten? Ne? Ist denn dafür die Überwachungsstelle gut? Könnt ihr mir die beantworten? Und da ich das auch nicht so ganz genau weiß, wage ich mal hier diese ganz konkreten Fragen zu stellen. Eine hat uns im Vorfeld erreicht von Pia Beton, um an Ausschreibungsverfahren für Software für den öffentlichen Dienst teilnehmen zu können, muss man ab Juni diesen Jahres eine Roadmap zeigen, wie die Software bis 2025 barrierefrei sein wird. Gibt es zu dieser Roadmap nähere Informationen? Ich weiß jetzt auch nicht, Pia hat die im Vorfeld gestellt, das heißt, ich weiß jetzt nicht konkret, an wen die Frage gerichtet ist. Erstmal die Frage vielleicht an Markus. Kennst du das Thema Roadmap bis 2025 von Software? Nein, jetzt konkret Roadmap nicht, aber ich denke, es ist ein wichtiges Thema. Da geht es auch um Beschaffungsrichtlinien und wir haben jetzt da nicht bei uns jedenfalls eine konkrete Roadmap, aber wir planen hier eben auch die Richtlinien zu definieren, die dann über webbasierte Anwendungen dann hinausgehen und das dann auch im Beschaffungsverfahren dazu. Mhm. Victoria,
Hast du eine Vorstellung, worauf Pia hier hinaus will? Also ich habe die Frage ganz bewusst reingenommen, weil ich eben auch nicht ganz so viel damit anfangen kann. Tue ich mir jetzt auch ein bisschen schwer. Bei uns in Österreich ist die Software ja nicht Teil des Webzugänglichkeitsgesetzes, sondern eben nur unter Anführungszeichen Webseiten und mobile Anwendungen. Natürlich kann man eine Software genauso auf Barrierefreiheit hin prüfen. Da ist eben immer die Frage, wo ich den Fokus lege, ob ich das schon während der Entwicklung tue oder tun muss oder ob ich das dann im Nachhinein mache. Aber da kann ich jetzt auch mehr dazu nicht sagen. Michael, kannst du noch helfen an der Stelle? Also ich kann das nur unterstützen, weil ich das total gut finde. Und bei uns, wir haben ja das Glück, dass wir, sage ich bewusst mal Glück, das ist eine Meinung, dass wir Software mit drin haben im BGG. Das muss man genau lesen, aber weil die Monitoring nicht mit drin ist. Also beziehungsweise bei uns, wir müssen ja noch den Bund extra kontrollieren. Das ist der 12c Absatz 1 und da ist wiederum Software mit drin. Und da haben wir sogenannte, also Maßnahmenpläne muss der Bund da ausfüllen. Und da aggregieren wir jetzt gerade, da bieten uns der erste Überwachungszeitraum dazu, dass wir erstmal rausfinden, also zusammen mit den Kollegen, die das in der IT-Konsolidierung des Bundes ohnehin schon machen, welche Software ist denn überhaupt jetzt maximal im Einsatz und welche wird überhaupt noch in den nächsten 5 Jahren, sage ich mal, in der Zeiterfassung oder im Urlaubsmanagement oder im Zeitmanagement oder wo auch immer eingesetzt. Mit dem Begriff Roadmap selbst kann ich nichts anfangen, aber das ist so ein bisschen das, was mein Verständnis da wäre. Und wenn es natürlich um Beschaffung geht, dann gibt es bei uns das Bundesamt für Beschaffung, die in Bonn sitzen, die Kollegen, mit denen wir regelmäßig im Austausch stehen. Wir beraten die auch ganz eng zu den verschiedenen Ausschreibungen. Also wenn Pia aus Deutschland ist oder das er wissen möchte, würde ich mich tatsächlich an die Kollegen von BESCHA wenden. Oder die Frage uns geben, dann können wir es auch weiterleiten. Aber mit dem Begriff an sich kann ich jetzt nichts anfangen. Also habe ich so konkret noch nie gehört. Ja, aber wenn ich die Frage lese, dann zeigt mir das auf jeden Fall eines. Ne? Wir haben jetzt hier viele Fragen auch im Chat und auch keine Fragen, sondern einfach Statements, die darum gehen, ja, was bringt es uns denn, Barrierefreiheit einzufordern, wenn wir keine Durchsetzung haben, sozusagen keine Keule, die wir schwingen können, wenn wir doch eigentlich die Anforderungen seit Jahrzehnten haben und jetzt sozusagen auf der Stufe stehen, dass wir ja zum Beispiel immer noch eine Impf-App haben oder eine Anmeldeseite haben für einen Impftermin, die noch nicht barrierefrei ist. Aber genau diese Frage, die Pia hier gestellt hat, dass eben in den Ausschreibungsverfahren jetzt von öffentlichen Stellen Barrierefreiheit gefordert ist, genau das ist der Punkt, der Ansatz, den ich als sehr, sehr positiv empfinde. Absolut. Und wo ich sage, genau das ist der Weg, den wir jetzt gehen können. Und hier eben auch sozusagen dann die Unternehmen oder Dienstleister fördern, die in der Lage sind, barrierefreie Webseiten, Software, Apps entsprechend auch zur Verfügung zu stellen. Und Vielleicht kann ich da einhaken, weil das ist absolut wichtig. Ich sehe das auch so. Also Gesetze sind immer wichtig und nochmal, das Gesetz gibt es ja. Also das ist jetzt zwar nicht sanktioniert, aber die öffentlichen Stellen sanktionieren sich ungern selbst. Ne, das ist irgendwie klar. Also aber es steht im Gesetz und man kann als Bürger, um das vielleicht klar zu machen, jederzeit zu der besagten Stelle gehen und sagen, hey, ihr seid da nicht barrierefrei, tut was. Ob die das dann sofort machen, klar, steht auf einem anderen Blatt. Aber also ich finde auch, dass man die Gesetze noch etwas schärfen könnte, aber ohne sie zu vergessen, dass sie jetzt schon da sind. Und wenn dann die Ausrede kommt, naja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die Ausrede kommt, haben wir uns damit beschäftigt, dann kann man auch sagen, das gilt seit 2016. Das ist jetzt nicht der allerneueste Tratsch sozusagen. Und aber diese zweite, also das eine ist die gesetzliche Verpflichtung und die Awareness, das zweite ist aber auch, was Annemarie gerade sagt, ganz wichtig, also man darf jetzt auch sich keine Illusionen machen, also in den öffentlichen Stellen, gerade wenn es kleine sind, sitzen jetzt wenige bis keine Barrierefreiheitsexperten. Das heißt, die werden das vergeben und es gibt ja in Deutschland und Österreich und der Schweiz schon einige Unternehmen oder vielleicht auch kleine Startups, die das vielleicht auch schon mal angehen oder Einzelkämpfer, die das seit Jahrzehnten schon machen, die ganz, ganz viel wissen. Nur die können, also in Deutschland, das kann man ganz offen sagen, reicht der Markt kaum für das, was ich vorhin gesagt habe,
also die Nachfrage ist weit über dem Angebot und das wäre natürlich wünschenswert und das würde es in öffentlichen Stellen auch leichter machen, wenn eben, deswegen ja auch unter anderem diese Veranstaltung heute hier und auch die Gründung derselbigen, dass da mehr und mehr Expertise kommt. Also ich sag mal, das Schönste wäre, wenn wir irgendwann mal es als Standard haben, dass an Hochschulen, wo Informatik oder von mir aus auch, man kann auch an soziale Arbeit denken oder man kann an KI denken oder was auch immer, dass das Thema Barrierefreiheit da wirklich mal so als nicht nur Wahlpflichtfach, sondern als Pflichtfach gelehrt wird. Das wird noch dauern, aber das wäre sozusagen das, was uns auch weiterhilft, neben den Gesetzen. Vielen Dank, Michael. Wie abgesprochen, du bietest heute super Überleitung. Wir haben noch einen dritten Frageblock, wo genau das eben auch steht. Was erwartet ihr denn eigentlich als Monitoringstellen von allen anderen Stakeholdern, also beispielsweise von der öffentlichen Verwaltung oder von der Wirtschaft oder von Fachverbänden oder eben auch konkret vom IAAP-Dach? Bevor wir dazu kommen, möchte ich noch einen Hinweis geben. Wir haben enorm viele Fragen noch im Back, also die uns schon im Vorfeld erreicht haben und auch noch Fragen und Statements, die jetzt im Chat stehen. Die sollen natürlich nicht vergehen, sondern wir werden die speichern und sammeln und entsprechend auch zuleiten. Ne? Wir schaffen es heute nicht, sozusagen alle zu beantworten. Aber Markus, Erle, was denkst du, schaffen wir noch zumindest ein, zwei Fragen aus dem Frageblock 2? Ja, auf alle Fälle. Also ich stelle mir so vor, dass wir mal jetzt zum erstmal eine Runde machen, wo jeder der dreien seine Erwartungen, wir drehen das mal um, es kamen jetzt sehr viele Erwartungen von den Zuschauern, von den Fragen aus dem Chat. Jetzt mal die Frage an euch, was erwartet ihr von den anderen und dann besonders natürlich von so einem Fachverband, wie wir es sind. Genau. Victoria, du darfst anfangen. Ja, danke. Ja, also an sich das, was ihr heute schon macht, nicht, also diesen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen, gemeinsam zusammenzuarbeiten im Sinne der Sache, also dieses gemeinsam an einem Strang ziehen und das Thema eben weiterhin positiv zu transportieren. Und ganz wichtig ist da einfach dieses Thema der Schulung, Ausbildung, Weiterbildung, was einfach, wie der Michael auch vorher schon gesagt hat, da braucht es einfach noch Experten und Expertinnen, die hier helfen können. Und das voranzutreiben und da Leuten zu ermöglichen, sich das Wissen anzueignen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Punkt. Und natürlich ist das Thema Zertifizierungen auch ein wichtiges Ding, diese solche Qualitätssiegel einfach zu etablieren, dass quasi die Einrichtungen, jetzt im ersten Schritt sind es einmal die öffentlichen Einrichtungen, wissen, wenn ich mich dahin wende, dann ist das ein Profi, der oder die kennt sich da aus, die hat die entsprechenden Ausbildungen, Weiterbildungen besucht. Das sind alles so Themen, die meiner Meinung nach besonders wichtig sind und wo noch viel Luft nach oben ist. Mhm. Danke, Victoria. Markus, wie sehen deine Erwartungen an so einen Fachverband aus? Also die Monitoringstellen, jetzt Österreich, Deutschland und der Schweiz, wir machen ja ein Monitoring von öffentlichen Stellen. Aber wie ich von zu Beginn schon gesagt habe, ich denke, das reicht natürlich bei weitem nicht. Es braucht eben auch Barrierefreiheit von privaten Unternehmen, von Organisationen und so weiter. Und hier können wir von öffentlicher Seite her nicht so viel machen, gerade auch von der Gesetzgebung aus nicht. Also hier sind wir vielleicht noch auf einem weiten Weg, aber hier ist eben auch die Arbeit ganz wichtig der weiteren Stakeholder oder aller Stakeholder. Und hier können so eine Vereinigung wie jetzt die IAAP ganz viel machen, indem sie eben nicht nur die Behördensicht hat, sondern viel eine breitere Sicht. Und was Victoria gesagt hat, Michael auch schon erwähnt hat,
es gibt eben zu wenig Fachkräfte in diesem Bereich. Also es gibt keine, es gibt ja faktisch kein richtiges Berufsbild dieses Accessibility Professionals. Und ich glaube, hier macht es auch wenig Sinn, weil es eben, wir müssen da realistisch sein, Barrierefreiheit ist halt ja oft noch nicht das Top-Thema, das allererste Priorität genießt. Und dementsprechend gibt es auch noch viel zu wenig Fachkräfte, es gibt zu wenig Ausbildung, obwohl die, ich denke, eben die Nachfrage schon recht groß ist. Und es bringt nichts, hier national vielleicht zu denken, gerade in unserer Schweiz, Österreich sind ja im Vergleich zu Deutschland noch viel kleiner, und umso schwieriger ist es, hier etwas auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, eben die Zusammenarbeit ist ganz wichtig, dass sich hier eben die deutschsprachigen Länder zusammentun, weil es eben für vielleicht die einzelnen Länder eben zu klein ist, um hier so Infrastrukturen oder Ausbildungen oder eben diese Zertifizierung im deutschsprachigen Raum auszuarbeiten und zu verankern. Also deshalb denke ich, diese internationale deutschsprachige Zusammenarbeit, ich denke, das ist sehr wichtig, und ich habe hier große Hoffnung darin, dass uns das ein großes Stück weiterbringt. Mhm. Ja, sehr schöne Worte, die hören wir natürlich gerne. Michael, was hast du noch für Erwartungen an IAAP-Dach? Ja, ich mache es kurz und knackig, da kann man sich nur anschließen. Also Berufsbild ausarbeiten, auf Deutsch übersetzen, das wird schwierig genug, denke ich mal. Und da ist viel Arbeit zu tun. Dann Zertifikat auf die Beine stellen, das ist extrem gefragt. Also kriegt man immer wieder mit. Ne? Das sind schon zwei Riesenthemen, und damit wären wir einen Riesenschritt weiter. Und dann eben auch wirklich, was ich glaube ich ganz wichtig finde, mit in die Hochschulen reinzugehen. Wir haben zum Glück ja auch Hochschulvertreterinnen dabei. Mhm. Kompetenzzentren da auszugründen. Es gibt ja schon, wir haben den Film aus Stuttgart gehört, es gibt ja auch andere Kompetenzzentren noch. Und da fände ich es auch schön, wenn man das Thema noch so ein bisschen sozial unterlegt. Also man kann ja an jeder Uni oder in jeder größeren Stadt, wird es ja neben den, sage ich mal, informatisch oder ja, geprägten Studiengängen eben auch die der sozialen Arbeit, der Gesundheitswissenschaften geben. Das ist eine Riesenschnittmenge. Das ist jetzt vielleicht Schritt 5, aber das wäre natürlich auch schön, weil die meisten Menschen mit Behinderung sind eben in diesem Bereich, sage ich mal, unterwegs. Also auch wenn wir jetzt daran denken, dass wir leider in Deutschland in vielen Einrichtungen der Behindertenhilfe noch auch bewusst leider kein WLAN haben. Das ist oft jetzt, finde ich, schlimm und schwierig. Aber auch da zu sensibilisieren, zu sagen, so, ey, Internet ist nicht irgendwie so ein nice to have oder also es gibt ein Recht auf Kommunikation und auf Teilhabe auch durch Information, und das soll auch Menschen, die vielleicht etwas schwerer betroffen sind, auch wenn sie in der Einrichtung leben, zugutekommen und eben auch da reinzuwirken, weil das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die ich zumindest schon mal gemacht habe. Man hinterlegt Dinge, die immer sehr technisch wirken, immer ganz gut dann, wenn man sie so ein bisschen sozialpolitisch unterlegt, und das könnte eine Chance sein. Das machen auch schon Hochschulen, und da würde ich mir auch wünschen, dass ihr jeder nochmal einen kleinen Schwerpunkt drauf legt. Aber wie gesagt, das ist vielleicht Schritt 4 oder 5. Mhm. Gut. Ja, also total spannend, was alles hier zusammenkam. Annemarie hat schon erwähnt, wir konnten nicht alle Fragen beantworten. Wir würden euch teilweise auch Fragen zuschicken und dann die Antworten veröffentlichen bei Dingen, die jetzt zu kurz gekommen sind. Ich bin mir auch sicher, es war nicht das letzte Mal, dass wir in dieser Runde zusammen waren. Ich glaube, das sollten wir öfters machen. Es fiel ja auch dieses Wort, dass die deutschsprachige internationale Community öfters oder eng zusammenarbeiten soll. Ich denke, wir haben da alle die gleiche Leidenschaft und wir wollen dieses Thema voranbringen. Deswegen danke an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier die Antworten zu geben von allen, die hier, von Fragen, die hier hochgekommen sind. Und wir werden natürlich eure Erwartungen aufgreifen.
Das ist, ja, es freut uns, dass es hohe Erwartungen in uns setzt. Und es wird nämlich jetzt im nächsten Block sein, dass wir ab den heutigen Tag abschließen und uns noch eine halbe Stunde nehmen für die Erwartungen, die jetzt wirklich die Digital Accessibility Professionals, also alle, die heute hier teilnehmen und die wir ja auch unter einem Dach vereinen wollen, hier aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, was die denn für Erwartungen haben, was die brauchen, um genau das erfüllen zu können, was ihr euch wünscht. Dass es nämlich noch mehr professionelle Experten gibt auf diesem Gebiet, das haben wir erkannt, das wurde heute öfters schon erwähnt. Und ja, jetzt wird es ein Brainstorming geben dazu, aber also von unserer Seite ein dickes Dankeschön an euch, dass ihr hier dabei wart. Ihr dürft gerne auch weiter im Call bleiben, wenn das für euch spannend ist. Wir werden jetzt einfach ganz normal sammeln, paar Post-its, digital auf digitalen Post-its die Erwartungen sammeln und dann werden wir uns in einer ruhigen Minute mal dran setzen und das Ganze auswerten und gucken, was es denn für Konsequenzen hat für dieses Jahr, wie wir das gestalten wollen. Ja, auch von mir, Viktoria, Markus und Michael, vielen Dank, dass ihr hier dabei wart und uns auf diese Art und Weise unterstützt. Und ich möchte auch vielleicht in das Thema 2 noch ein bisschen die Stellung klar machen, die wir als IAP-Dach uns vorgenommen haben, wie wir hier unterstützend auch einwirken können, wie wir uns hier platzieren wollen, um das Thema Barrierefreiheit im deutschsprachigen Raum auch voranzutreiben. Die IAP-Dach hat sich schon vor langer Zeit, ich glaube, das ist, Markus, mittlerweile 2 Jahre her, dass wir beschlossen haben, das hier uns zusammenzutun, weil wir das Gefühl hatten, es fehlt etwas in Deutschland. Gerade auch auf Initiative von Gottfried Zimmermann von der HDM, also Hochschule der Medien, und mit vielen weiteren zusammen, ja, haben wir gedacht, es ist an der Zeit, hier eben eine Lücke zu schließen, was die Ausbildung und die Vernetzung und die Weiterbildung von Fachleuten der Barrierefreiheit angeht. Denn das geht uns auch so, den Fachmann für Barrierefreiheit, den gibt es da draußen nicht zum Einkaufen. Ne? Also ich kann es nicht irgendwo studieren, ich habe es in der Lehre wenig vertreten. Und wie gehen wir damit um? Das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir brauchen eine deutschsprachige Niederlassung der International Association of Accessibility Professionals, die es dort schon sehr, sehr lange gibt im internationalen Raum. Und sagen, wir wollen eben die Möglichkeiten, die dort schon aufgebaut sind, nach in den deutschsprachigen Raum holen und eben auch Deutsch sprechen. Also tatsächlich ein Hindernis, eine Barriere schon mal wegnehmen und sagen, es gibt wahnsinnig viel Material und eben auch die Möglichkeit zu kommunizieren oder eben auch sich weiterzubilden oder auch sich zertifizieren zu lassen im englischsprachigen Raum, aber eben nicht so viel deutschsprachig. Und deshalb haben wir uns vorgenommen, das zu tun. Und wenn ich von uns spreche, dann meine ich damit eine sehr, sehr breite Vielfalt. Und das haben wir auch in unser Gründungsprotokoll mit aufgenommen. Es ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir hier ein Gleichgewicht schaffen zwischen unterschiedlichen Interessengruppen. Das sind Vereine und Verbände, Hilfsorganisationen, das sind Unternehmen aus der privaten Wirtschaft, das sind Stakeholder aus den öffentlichen Stellen oder aus den Bundesbehörden. Das sind wissenschaftliche Herangehensweisen, also wissenschaftliche Vertreter aus Universitäten beispielsweise. Markus, habe ich was vergessen? Hilf mir mal kurz. Ich habe das Gefühl, es fehlt noch was. Wirtschaftliche Interessenverbände, ja. Nee, ich glaube, das ist gut. Wir haben bestimmt was vergessen. Aber, aber das sind zumindest die wichtigsten Stakeholder, wo wir gesagt haben, alle die haben einen Anspruch und eine Herausforderung für sich, die sie selbst definiert haben. Jeder sieht das Thema Barrierefreiheit auf eine ganz individuelle Art und Weise, eine ganz individuelle Herausforderung auch, die hier zu leisten sind. Und genau das wollen wir uns annehmen. Und jetzt brauchen wir eure Unterstützung, denn wir sind noch relativ jung
im Moment sagen, wir reden zwar schon seit 2 Jahren, aber ihr habt es mitgekriegt, das Kickoff hat im November letzten Jahres stattgefunden und im Moment formieren wir uns immer noch. Also wir sind sozusagen hier ganz stolz, dass wir die Veranstaltung jetzt auch ausrichten konnten, weil wir machen das hier zum größten Teil sozusagen als Verein noch ehrenamtlich und es ist eben auch vielleicht mit der einen oder anderen Hürde verbunden, die es noch nicht so ganz optimal gemacht hat, aber wir wollen euch mit ins Boot holen und wir brauchen dabei natürlich auch, wenn wir uns jetzt formieren, Ideen, Wünsche von euch, aber auch vielleicht Befürchtungen, die ihr habt im Zusammenhang mit eben einem solchen Fachorganisation oder Fachverband. Und deshalb hat Markus, du darfst dir schon mal den Ball krallen als Moderator, genau, und deinen Screen sharen, okay, hier ein Tool vorbereitet, wo wir eure Gedanken auch zusammentragen können und wo wir versuchen wollen, eure Ideen sozusagen hier mit einfließen zu lassen. Denn noch haben wir die Chance und die Möglichkeit, mit euch gemeinsam, nicht nur noch, sondern generell haben wir die Chance mit euch gemeinsam, das IAAP-Dach sozusagen mit allen Dingen zu versehen, die eben aus eurer Sicht auch notwendig sind. Ihr müsstet jetzt das Miro-Board sehen, wo wir die Post-its sammeln. Hat es geklappt, Annemarie? Ja, das hat geklappt. Okay, super. Dann würde ich sagen, wir fangen mit euren Wünschen und Ideen an. Moment, das ging jetzt so schnell. Moment. Gibt es schon erste Wünsche und Ideen, die im Chat sind? Nee, im Chat hineinschreiben, genau. Wir sind zu viele, um es auf Miro gemeinsam zu machen. Das können wir dann in kleinerem Rahmen machen. Wenn wir Arbeitsgruppen bilden, wird es auch geben. Dann können wir da noch interaktiver zusammenarbeiten. Aber heute machen wir einfach mal ein Brainstorming. Schreibt eure Wünsche, eure Ideen dort rein. Wir werden nachher auch noch die Befürchtungen sammeln, also die könnt ihr noch zurückhalten und wir wollen uns so 5 Minuten geben und dann wechseln. Mhm. Und ich versuche einfach auf Zuruf von Annemarie das hier mitzuschreiben, zu dokumentieren. Genau. Es gibt Fragen wie, über welche Zertifikate sprechen wir? Also was gibt es für Zertifikate? Welche brauchen wir da auch? Weiter Wunsch ist, dass fachlicher Austausch ermöglicht werden soll oder dass es eben Meetups gibt, das geht in dieselbe Richtung. Mhm. Es gibt einen Wunsch, dass Barrierefreiheit aus Sicht der User erklärt werden soll. Mhm. Sehr schön. Also hier wird angesprochen, das Thema Experten ist schwierig, weil es im Moment noch ein Glücksspiel ist. Da gehe ich davon aus, dass die Definition eines Experten sozusagen noch nicht da ist. Das heißt, schließe ich daraus, dass diese Definition gefunden werden sollte. Mhm. Was macht also einen Experten tatsächlich aus, damit wir das Glücksspiel hier beenden können? Es gibt den Wunsch nach praktischen Anleitungen und Tipps für Barrierefreiheit und auch barrierefreie Techniken in deutscher Sprache. Mhm. Es gibt den Wunsch, die Selbsthilfeverbände einzubinden, was wir ja schon auch, wozu wir uns ja laut Satzung schon verpflichtet haben. Mhm. Aber hier bestätigt uns das nochmal. Es gibt den Wunsch nach konkreten Hilfestellungen bei der Umsetzung. Es gibt den Wunsch, das in jeden Studiengang einzubinden. Eventuell auch Wahlpflichtfächer, auch in, nicht nur in Studien, sondern auch in Ausbildung zu integrieren. Also Barrierefreiheit verstärkt in die Bildung zu integrieren.
Es gibt den Wunsch nach Awareness Raising, also Bereitstellung von Postern oder weiteren Materialien, damit man sagen hier als Multiplikator auch auftreten kann. Guter Hinweis, ja. Es gibt auch den Wunsch, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen, wenn möglich, durch einen Juristen dargestellt werden sollen. Natürlich auch den Wunsch, dass sich mit anderen Organisationen ausgetauscht wird, also beispielsweise der Aktion Mensch oder schon bestehenden Verbänden wie dem DSBV. Mhm. Es gibt den Wunsch, selbstverständlich Menschen mit Beeinträchtigung einzubinden. Vielleicht eben ja auch das Bewusstsein zu schärfen durch, ich nenne es mal Personas. Mhm. Es gibt den Wunsch auch vielleicht wieder einen Wettbewerb auszuloben, also auch zu sagen, ein Biene Award. Ja, genau. Ja, wir hatten vorhin auch die Frage, könnte man nicht vielleicht aufleben lassen oder adaptieren, so etwas wie die Himbeere, das heißt auch die schlechteste Umsetzung mal zu küren. Weiß ich nicht, wie das datenschutzrechtlich ist, aber so prinzipiell finde ich die Idee sehr gut. Die Idee kommt auf sehr viele, hat sehr viele Zuwendungen, also ein Plus für die Biene und Himbeere, ich bin auch dafür. Okay, sehr schön. Ja, das gehört hier zu. So, ich scroll nochmal durch. Genau. Auch der Wunsch, dass man existierende Fortbildungsmöglichkeiten vielleicht mal in der Übersicht zeigt. Oder auch der Hinweis, bitte auch Best Practices aufzunehmen. Hier gibt es den Verweis auf den Accessibility Developer Guide aus der Schweiz. Mhm. Aber hier gibt es sicherlich gute Materialien auch, dass man einfach Best Practices nochmal zeigt. Was ist wirklich Best Practice? Auch vielleicht darzustellen, wer ein Zertifikat benötigt. Also welche Rollen sind dafür geeignet vielleicht auch? Mhm. Wir haben auch den Wunsch, schlicht und einfach alle Nachrichten und Neuigkeiten aus der Welt sozusagen hier mitzubekommen. Das heißt News oder eben ein Newsletter vielleicht auch zu kreieren. Stehe ich da drunter. Hier vielleicht nur ganz kurz der Hinweis. Wir haben einen Twitter-Account. Dort teilen wir natürlich immer, was wir so mitbekommen. Und wir haben dort eine deutschsprachige Liste erstellt, digitale Barrierefreiheit, wo wir alle Leute, die regelmäßig zur digitalen Barrierefreiheit twittern, zusammengefasst haben. Das meiste ist wirklich auf Deutsch. Es gibt aber auch ein paar deutsche Experten, die auf Englisch twittern. Die haben wir auch dort mit dazu genommen. Es ist einfach so ein bisschen Community Building, dass man einander kennt, dass man das an einer Stelle hat. Also wer da auf Twitter ist, ist das vielleicht eine gute Geschichte. Aber grundsätzlich dürft ihr uns auch so natürlich einfach auf Twitter folgen. Dort wird auf alle Fälle immer alles direkt angekündigt und man kriegt es am schnellsten mit. Dann gibt es natürlich den Wunsch, wo wir gerade bei der Sprache sind, dass es mehr Hilfeleistungen auch deutschsprachig geben soll. Genau. Mhm. Und auch noch ein ganz wichtiger Hinweis, gerade weil wir da eben noch nicht ganz so gut aufgestellt sind, auch bei unserer Veranstaltung in dieser Woche,
bitte eben auch die Erfordernisse von leichter Sprache und Gebärdensprache nicht zu vergessen. Okay, super. Ich glaube, wir haben schon ziemlich viel. Ich würde sagen, wir switchen mal und gehen zu den Befürchtungen rüber. Oder ist da gerade noch was in deinem Sichtfeld, Annemarie, was wir noch nicht abgedeckt haben? Ja, auch Online-Seminare, ähnlich wie dem, mit dem, was wir geplant haben. Demonstrationsvideos werden hier angesprochen. Genau. Sehr schön. Das geht alles in diese Wissensgeschichte, praktische Anleitung teilweise. Okay, sehr schön. Okay, das hilft uns sehr. Wir werden uns damit dann noch ausgiebig beschäftigen, nochmal im Detail das angucken. Jetzt mal noch zu den Befürchtungen, weil immer wenn es etwas Neues gibt, dann gibt es natürlich auch die ein oder andere Befürchtung. Ja. Und das wollen wir natürlich auch aufgreifen und wenn möglich entkräften. Was sind eure Befürchtungen? Also wovor, worüber ärgert ihr euch, was ist es, wo denkt ihr, oh, das wird, könnte schwierig werden oder das wird eher negativ auf das Thema wirken, das wird die Situation verschlechtern oder... Die Befürchtung ist einerseits, dass vielleicht das ganze Thema sehr komplex ist und damit abschreckend. Also das Gefühl hat, barrierefreie Umsetzungen sind nur schwer machbar. Mhm. Es gibt auch Befürchtungen, dass es vielleicht sehr viele passive Mitglieder auch gibt, die sozusagen dann nur lesen wollen und keine Mitmachphilosophie haben. Auch die Befürchtung, dass vielleicht, finde ich ganz gut, das Erlernen der Gebärdensprache zu schwer ist. Sodass man hier eben nicht mit allen gleich kommunizieren kann. Die Befürchtung, dass es vielleicht ein Zertifikate-Wirrwarr gibt. Also zu viel des Guten. Ja. Es gibt die Befürchtung, dass es einen eigenen deutschen Standard gibt, denn die WCAG reicht doch vollkommen aus. Mhm. Das geht in Richtung der Anforderungskataloge. Es gibt auch die Befürchtung, dass die Zertifikate dann sozusagen nur wie eine Versicherung benutzt werden. Ich nenne es mal Zertifikate als falsche Absicherung. Ja. Ja. Es gibt auch die Befürchtung, dass man sich zu viel auf Deutschland, Österreich und Schweiz konzentriert und die Welt dabei vergisst. Mhm. Spannend, genau. Zu enger Fokus auf Dach. Mhm.
Jetzt geht es viel noch in Richtung Wunsch, würde ich fast sagen. Also die Befürchtung, dass eben Gebärdensprache oder leichte Sprache nicht genügend Berücksichtigung findet, das würde ich eher als Wunsch formulieren wollen, wenn die Teilnehmer damit einverstanden sind, dass wir uns gerade in den beiden Thematiken, leichte Sprache, Gebärdensprache, ich möchte gerne auch noch erweitern um einfache Sprache, Dinge möglichst einfach auch zu formulieren, dass wir hier vielleicht auch ein bisschen das Augenmerk mehr draufsetzen. Es gibt sehr viele Vereinigungen, die sich mit technischer Barrierefreiheit beschäftigen, und bei uns soll es auch viel um Verständigung gehen, deshalb haben wir ja auch gesagt, wir wollen eben auch Ausbildung in den deutschsprachigen Raum holen. Ich schreibe mal auf, alle Aspekte der Barrierefreiheit berücksichtigen, ja. Da gehört jetzt dazu, also leichte Sprache, Gebärdensprache. Ich weiß zum Beispiel, Dyslexie wird gerne vergessen, das ist eine ganz große Zielgruppe. Oder auch die Audiodeskription also, zum Beispiel. Ist auch genau. Noch nicht so bekannt und ganz, genutzt. Ja. Also nur mal so ein paar Stichworte, die einfach helfen, das zu konkretisieren, auch wenn sie nicht ganz zusammenpassen. Mhm. Genau. Okay. Vielleicht auch noch ein Themawunsch, dass man sagen, dass das Wirrwarr von Definitionen nochmal aufgreift. Weil jetzt hier gesagt wird, bitte für einfache Sprache mehr die Bezeichnung bürgernahe Sprache verwenden, weil es sonst Verwechslung geben könnte. Also hier vielleicht auch das Definitionswirrwarr aufzugreifen. Ich denke, wir haben auch unterschiedliche Begrifflichkeiten in den drei Staaten, dass wir da vielleicht auch hier Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten sollten. Genau. Ich hätte sogar noch einen Wunsch, wenn ich auch einen Wunsch äußern darf. Und zwar würde ich gerne, also ich habe ja gesehen, die Syllabi von den Zertifikaten, die zwei Zertifikaten, die wir übersetzt haben. Ich glaube, keiner war so richtig glücklich. Teilweise also gehören die besser strukturiert, vielleicht auch angepasst, lokalisiert. Also das wäre mein Wunsch, das ist wirklich, wie könnte man das nennen? Ich sag mal, lokalisierte Lerninhalte und Zertifikate. Nee, die Zertifikate, das ist eigentlich nicht, sondern ich schreibe es jetzt einfach mal so, dann wissen wir, was gemeint ist. Mhm. Genau. Zur Erläuterung vielleicht, wir sind natürlich eine Niederlassung der IAAP International oder Global, also der International Association of Accessibility Professionals. Das heißt, es gibt hier bereits Ausarbeitungen, es gibt Zertifizierungen, die wir auch anbieten wollen. Dazu gibt es ja dann morgen auch einen größeren Überblick dazu über zwei mögliche Zertifizierungen, die man hier ablegen kann. Natürlich müssen wir in Europa oder auch im deutschsprachigen Raum hier Anpassungen an diese Ausbildung vornehmen, und da müssen wir uns natürlich auch ein Stückchen weit durchsetzen. Wir sind auch bei einigen Dingen durchaus kritisch eingestellt, was die Aufarbeitung der Syllabi angeht, und haben hier auch schon eingewirkt, haben eine Arbeitsgruppe auch schon gegründet unter den Gründungsmitgliedern, die hier sozusagen sich damit beschäftigt, wie wir mit den Anforderungen, die international stehen, umgehen und wie wir das transportieren und adaptieren in den deutschsprachigen Raum. Das ist schon nochmal ein guter Hinweis auf das, was morgen kommt. Das passt super gut, weil morgen geht es den ganzen Tag um diese Zertifikate auf Deutsch mit Leuten, die diese Zertifikate schon haben. Da gibt es schon einige, nicht viele, aber schon einige. Aber es ist gut, dass du noch in der Wunschliste bist hier. Denn es ist noch ein Wunsch aufgetaucht, nämlich die Frage, ob wir als IAAP Dach andenken, auch öffentlich mit Stellungnahmen Position zu beziehen. Öffentliche Stellungnahmen. Öffentliche Stellungnahmen. Ja, ich sag mal noch Position beziehen durch Ja, das gehört zusammen.
spannend. Ja. Gut, wechseln wir aber vielleicht nochmal zu den Befürchtungen. Ja. Nochmal kurz uns anschauen. Gibt es denn noch Dinge, wo ihr sagt, das ist vielleicht etwas, wo wir weiter dran arbeiten müssen, wozu wir euch brauchen auch, oder wo ihr ein Risiko seht, wenn wir einfach hier eine deutschsprachige Niederlassung gründen und uns vielleicht nicht zu fokussiert, das hat man ja schon, zu enger Fokus, aufstellen? Es könnte natürlich auch sein, überlegt euch, was hindert euch mitzumachen. Wir brauchen jeden von euch, also weil jeder wirklich seine eigene Expertise hier einbringen kann. Und richtig durchsetzungsstark sind wir nur, wenn ihr alle mit dabei sind, wenn wir da an einem Strang ziehen, aus allen unterschiedlichen Perspektiven und Richtungen. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr da dabei seid. Was hält euch ab? Das könnten auch Gründe sein, die wir hier aufgreifen. Wir nehmen das alles ernst. Deswegen wäre das jetzt eine gute Möglichkeit, hier noch was loszuwerden, uns noch etwas mitzugeben. Hier kommt auch die Frage Finanzierung auf. Das könnte natürlich auch eine Befürchtung sein. Wie war das gemeint, Finanzierung? Es steht nur als Finanzierung Fragezeichen da. Okay, ja, ist natürlich okay, wer finanziert es? So verstehe ich es jetzt. Ja, ansonsten wird das auch bestätigt, ne? Wir sind ein Kulturkreis und daher haben wir auch eigene Bedürfnisse. Natürlich immer im Abgleich und Update mit den internationalen Normen. Ja, ich schreibe mal das auf, nicht so amerikanisch höre ich da raus oder sowas, weil das ja nur mal so als, oder nee, zu amerikanisch wäre die Befürchtung, so muss man es andersrum formulieren. Also beziehungsweise zu stark an IAAP Global. So, und eine Befürchtung möchte ich vielleicht noch zusammenfassen. Das ist das Thema Zeit, was uns ja auch ganz, ganz heftig trifft immer wieder, Markus. Und ja. Ich glaube, vielen, die hier auch mit im Call sitzen, wo nehmen wir die Zeit her, um eben sozusagen hier was Neues auch aufzubauen? Was machen wir mit unserem Zeitmanagement? Vielen, vielen Dank. Es sind noch viele andere Ideen, Hinweise, Aussagen gekommen, die wir im Nachgang nochmal durchschauen und hier auch ergänzen, auch Wünsche und Befürchtungen versuchen herauszulesen. Wir wollen aber die Gelegenheit vielleicht nutzen, auch noch zu sagen, wo und wie kommt ihr an die Materialien von heute und auch an die Materialien der anderen Wochen. Es gab jetzt schon die Frage, was passiert denn, wenn ich innerhalb der Veranstaltungswoche mal nicht kann und mich das Thema interessiert. Wir haben ja am Anfang darauf hingewiesen, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird. Der Chat wird ebenfalls sozusagen dann gespeichert, sodass wir Zugriff haben auf die Meinungen. Wir werden das allerdings, gerade was den Chat angeht, anonymisieren, sodass hier sozusagen keine Datenschutzverletzungen dann auch auftreten. Aber vielleicht, Markus, willst du uns noch einen Hinweis geben, wie wir mit den Sachen umgehen, die wir jetzt hier sozusagen mitnehmen? Und die wir ja so bereitwillig hier auch mehr oder weniger gespendet bekommen haben, weil so viel Meinung und so viel Breite und Fläche kriegen wir ja sonst kaum zusammen. Genau, genau. Also ganz klar, wir nehmen das mit, wir werden das intern sortieren, evaluieren, priorisieren. Und was heißt intern? Letztendlich ist es so, wir sind offen für jede Art von Mitarbeit. Die Bedingung ist halt leider, dass man IAAP-Mitglied werden muss. Ja, also das geht einfach über IAAP Global. Wer nämlich aus Deutschland, Österreich oder Schweiz Mitglied bei IAAP Global wird,
der wird dann uns zugeordnet und dann stehen Türen und Tore offen, hier mitzuwirken. Das ist halt die kleine Voraussetzung dafür. Aber wir sind offen, wir sind noch ein junger Berufsverband, man kann noch sehr viel mitprägen. Und zwar die, die mitarbeiten, die prägen mit. So einfach ist es. Man kennt es vielleicht auch von anderen Vereinigungen. Das heißt, wenn euch hier etwas nicht passt oder wenn ihr positiv formuliert, wenn ihr motiviert seid, hier etwas zu bewegen, dann kommt hier zu uns, macht mit. Dann seid ihr auch schon hier mit dabei. Wir versuchen, Schwerpunkte für dieses Jahr rauszufiltern, was wir stemmen können. Wir sind ja noch eine relativ kleine Gruppe. Je größer wir sind, umso mehr können wir stemmen und wir müssen das dann einfach priorisieren, was wir anpacken können. Wir sind auf eure Expertise angewiesen. Wir werden bestimmt auch weitere Online-Seminare anbieten können. Wir haben schon erste Vorschläge bekommen. Wer sich das auch vorstellen kann, da was anzubieten aus seiner Sicht, schreibt uns einfach eine E-Mail, kontakt@iaap-dach.org. Dann greifen wir das auf. Ja, versuchen es einzubauen, zu priorisieren und zu terminieren, diese ganzen Geschichten. Und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, folgt uns auf Twitter, schaut immer wieder auf die Webseite. Das sind so die Standardsachen, die Kommunikationswege zu uns. Und natürlich bleibt dabei jetzt auch die nächsten Tage, morgen mit dem Thema Zertifikate. Ansonsten sind wir jetzt zu Ende für heute. Ich bin begeistert von der deutschsprachigen Community, toll, also ich finde, es kam so viel zusammen, es hat Spaß gemacht, die tierische Arbeit, die damit verbunden ist, die muss man leider auch so sagen, die hat sich schon gelohnt, finde ich, mit euch und ich freue mich auch drauf, wenn wir irgendwann mal ein richtiges In-Person-Event haben, das ist dann nochmal eine andere Geschichte, ja. Ihr habt uns jetzt ein bisschen gesehen, wir haben euch jetzt nur über eure Arbeit gesehen, also über eure Beiträge, über die Chats, da kam schon ganz viel Energie auch rüber, aber ich glaube, noch mehr Energie ist, wenn wir wirklich mal tatsächlich physisch unter einem Dach sind. Auch von mir nochmal ein großes Danke für eure Mitarbeit im Chat. Bei so vielen Menschen ist der sprachliche Austausch sehr schwer, aber vielen, vielen Dank auch nochmal an dich, Markus, als Mitmoderator und natürlich auch an die drei Leiter der, so will ich es mal nennen, Überwachungsstellen. Vielen Dank, Viktoria, vielen Dank, Markus Riesch und vielen Dank auch, Michael. Und ich hoffe, wir finden weiterhin einen so konstruktiven Austausch wie heute und auch genügend Mut, uns eben auch immer wieder auch Fragen zu stellen. Vielen Dank dafür.